16 Uhr, der bedingungslose Nachmittag, live aus Speiches Blueskneipe in der Raumerstraße 39. Und wir haben heute die zweite Sendung unserer Vorwahlreihe. Moment, kommt da jemand? Nein. Unserer Vorwahlreihe, und dazu haben wir eingeladen Lisa Paus, Wirtschaftswissenschaftlerin und sitzt seit 2009 für Bündnis. Also, hallo Lisa. Hallo. Und wir haben eingeladen Martin Delius, Chef der Piratenfraktion, ohne selbst noch Pirat zu sein. Der ist noch nicht da. Ob er noch kommt, wissen wir nicht. Aber wir fangen jetzt einfach mal an mit Lisa Paus. Und wenn Martin noch dazukommt, dann ist schön. Und wenn nicht, dann werden wir uns auch zu dritt amüsieren. Lisa, vielleicht stellst du dich einfach mal selbst ausführlicher vor. Ja, tatsächlich, ich bin seit 2009 im Bundestag, sitze seit jetzt in der zweiten Legislaturperiode im Finanzausschuss. Das heißt, ich beschäftige mich tatsächlich hauptsächlich mit diesen ganzen Geld- und Finanzfragen, mit allen Steuergesetzen und auch tatsächlich damit, wie jetzt eigentlich die Banken- und Finanzkrise von 2008, 2009 bearbeitet worden ist, verdaut worden ist oder nicht. Auch die Euro-Krise, die ja nach wie vor anhält, auch wenn sie momentan durch das Thema Geflüchtete noch überlagert wird, aber auch das Griechenland-Thema ist nicht gelöst. Auch das Thema ist was, mit dem ich mich eben praktisch tagtäglich beschäftige. Vorher war ich 10 Jahre lang auch schon politisch aktiv, auch schon in Anführungsstrichen professionell. Ich war 10 Jahre im Berliner Abgeordnetenhaus und war dort auch wirtschaftspolitische Sprecherin, habe Haushalt gemacht, Wissenschaft, Hochschule und auch sehr viel Europa. Und in meinem Studium hatte ich tatsächlich auch einen Schwerpunkt, vor allen Dingen im Bereich Finanzwirtschaft, Geld, Fiskalpolitik. Aber meine Diplomarbeit, habe ich mir für ein besonderes Thema aufgespart, nämlich für das Thema europäische Agrarpolitik. Das heißt, diese ganzen TTIP-Fragen und so, die interessieren mich auch. Grundeinkommen ist für mich aber ein zentrales Thema, was mich eben auch mit bewegt. Ich gehöre noch zu denen, die sich dazu bekennen, früher Langzeitstudentin gewesen zu sein. Also ich habe 10 Jahre lang studiert und da habe ich mich tatsächlich mit allen möglichen Wirtschaftstheorien beschäftigt. Ich komme aus einem mittelständischen Familienbetrieb, kenne also auch ein bisschen die Praxis und habe aber dann festgestellt, viele Fragen, die sich mir da gestellt haben, sozusagen, wie das mit der Betriebswirtschaft so ist, ob das jetzt per se gut ist, die fühlte ich dann nicht beantwortet. Ich wollte doch nochmal das große Ganze studieren und da habe ich eben festgestellt, das Grundeinkommen kann da eine Antwort sein. Da kommen wir heute im Laufe der Sendung zu. Wir haben natürlich wie immer auch Olaf Ostertag, spielt noch in seinem Laptop. Bist du bereit, Olaf? Nein, ich bin nicht bereit. Also im Augenblick ist es kein Spiel, sondern es ist bitterer Ernst. Ich versuche hier diesen Chat in Gang zu kriegen und das gelingt mir im Augenblick nicht. Okay, also ich müsste dann wahrscheinlich zu Klaus rüberlaufen und falls Fragen im Chat einkommen, müsste er mal kurz winken, dann lese ich sie gerne von dort aus vor. Aber hier ist gerade das Internet nicht funktionsfähig. Vielleicht kann ich Martin Delius nachher fragen, woran das liegen könnte. Okay, gut. Dann stelle ich euch noch alle anderen vor. Und zwar haben wir auch wieder Klaus von Kiekema Film Berlin. Der filmt mit. Ihr könnt den Mitschnitt wieder ab Dienstag in seinem YouTube-Kanal anschauen. Und wir haben an der Technik Klaus Schnabel-Köplin von Rockradio. Und dann würde ich vorschlagen, bis wir uns hier alle gesammelt und gesetzt haben, machen wir eine kleine Musik. Ausgespielt und hinter kann ich nicht mehr. Rainer Fissler, Sterngruppe Meißen, gestern verstorben. Der Titel hieß Was soll aus mir werden? Und wir haben den jetzt aus Andenken an ihn aufgelegt. Wir sind beim bedingungslosen Nachmittag bei rockradio.de, live aus der Speiche in der Raumerstraße in Berlin-Prenzlauer Berg. Zu Gast ist Lisa Paus. Mittlerweile funktioniert auch der Chat wieder. Das heißt, wenn wir hier dann Fragen aus dem Publikum kriegen, möglicherweise auch hier aus der Speiche, denn wir haben tatsächlich inzwischen wieder Publikum, lebendige Menschen, echte lebendige Menschen hier zu Gast, dann nur zu, dann stellen wir gerne diese Frage auch an Lisa Paus. Aber zunächst einmal eigentlich die ganz grundsätzliche Frage, wir sind ja der bedingungslose Nachmittag, weil wir fürs bedingungslose Grundeinkommen sind. Lisa, du bist auch fürs bedingungslose Grundeinkommen. Ja. Und wie ist das mit Bündnis 90 Die Grünen? Sind die auch alle für ein bedingungsloses Grundeinkommen oder mehr nicht so? Oder wie läuft das genau? Mehr nicht so, aber... aber nur ganz wenig mehr, als die dafür sind. Also mit anderen Worten, es ist wirklich ziemlich 50-50. Es gab ja diesen legendären Parteitag bei uns, das war 2008.
wo eigentlich alle gesagt haben, wenn es sozusagen ohne Drohung von der Spitze abgegangen wäre, dann hätten die Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens gewonnen. Aber es war tatsächlich gedroht, wenn ich fragen darf. Womit haben Sie gedroht? Ja, es war halt schon so ein bisschen so, dass eben tatsächlich die gesamte Führungsriege gesagt hat, das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen so zu beschließen, dass das jetzt ganz schnell kommt, das kann man nicht machen, das ist nicht realpolitisch konkret durchsetzbar innerhalb von 4 Jahren und deswegen haben sie schon gesagt, dass sie dann vielleicht nicht mehr alle zur Verfügung stehen. So, und deswegen, also das war schon eine ziemlich heikle Angelegenheit, es ist vom Programm her so, nach der Agenda 2010, an der die Grünen ja auch beteiligt gewesen sind, hat es in der Partei eine sehr intensive Debatte gegeben, was ist daran falsch, was wollen wir eigentlich, was haben wir für eine Vorstellung von einer emanzipativen Sozialpolitik. Und da war für Grüne völlig klar, dass diese Agenda 2010, dass dieses Fördern und Fordern eben missglückt ist, dass diese ganze Willkür und Sanktionen und so weiter, dass das nicht funktioniert und dass das mit einer grünen Vorstellung von einer solidarischen Gesellschaft nicht zusammenpasst. Und deswegen hat es eben an ganz vielen verschiedenen Stellen der Partei eine entsprechende Diskussion gegeben und eben den Wunsch, das zu ändern. Und deswegen gab es eben dieses breite Interesse, über ein Grundeinkommen zu diskutieren und ein bedingungsloses Grundeinkommen tatsächlich auch zu fordern. Darf ich da mal eben reinfragen? Du sprichst jetzt von 2008. Ja. Also 2008 war schon wurde schon gesagt, Hartz IV hat nicht funktioniert. Das ist ja 2005 auf den Weg gebracht worden. Also 3 Jahre später war das schon bei den Grünen sozusagen, war das schon geklärt. Ja, das war schon so, dass wir auch tatsächlich schon, das ist ja sozusagen nach 2002 beschlossen worden, ne, 2003, so, und dann ist ja eben die rot-grüne Regierung auch deswegen 2005 abgewählt worden. So, wir haben für uns immer gesagt, es ist auch verschlechtert worden im Bundesrat. Es hat radikale Verschärfungen gegeben von der CDU und der FDP. Ne? Also für uns, für die Geschichte, ist das schon wichtig, das auch komplett zu erzählen, ne? Dass es Rot-Grün nicht ganz so schlimm gewollt hat, wie es dann gekommen ist. Trotzdem fanden wir es am Ende falsch, wie es gekommen ist. Darf ich das nochmal näher erklärt haben? Nicht so schlimm gekommen, wie wir es wollten? Oder es ist schlimmer gekommen, als die Grünen es wollten? Kannst du das nochmal fürs Publikum erklären? Ja, die Sätze waren einfach niedriger, als wir es wollten, und die Sanktionen waren auch schärfer, als wir es wollten. So. Und das ist ja schon relevant, ne? Also für die Frage, ne? Es reicht jetzt eben 365 Euro. Ja, angefangen hat es noch mit 345. Entschuldigung, genau. Bei 403 oder so. Ja, genau. Also, ne, mit 345 ist das ein richtiger Satz, oder nicht? So. Und dann haben wir eben natürlich auch dann in den Jahren 2005, 2006, 2007 mitbekommen, wie es im Jobcenter läuft und was da eben nicht läuft. Ne? Dass eben Leute, die selber nur Teilzeit bzw. befristet beschäftigt sind, ne, da jetzt diese Rundum-Fallprüfung machen sollen. Und dass eben die Leute, die da hingehen, eben nicht sozusagen auf kompetente Leute schließen, die ihnen da tatsächlich jetzt rundum helfen wollten in ihrer Situation, sondern dass eben, ne, da die Willkür sozusagen noch schlimmer geworden ist als vorher. Und das hat mit grüner emanzipativer Sozialpolitik eben schlichtweg nichts zu tun. Also deswegen gab es eben diese breite Bewegung innerhalb der Grünen, die auch was mit dem Thema Vollbeschäftigung zu tun hat, aber eben vor allen Dingen damit, dass diese Willkür nicht in Ordnung ist, dieser Bürokratieapparat. Und deswegen gab es plötzlich sehr viele Verbündete aus ganz vielen Ecken eben für dieses Grundeinkommen und eine breite Debatte dazu. So, aber dann ist natürlich die nächste Frage, wie kann man es denn konkret umsetzen? Genau. Und da haben wir uns tatsächlich dann eben zerstritten, ne, sozusagen verhakt und so. Das ist ja auch nicht ganz einfach. Und deswegen hat es dann am Ende auch keine Mehrheit bei den Grünen erstmal gegeben für irgendein konkretes Konzept. Aber es gibt nach wie vor eben tatsächlich eine breite positive Unterstützung für das Grundeinkommen. Allerdings gibt es bei uns natürlich auch welche, genau wie in den anderen linken Parteien oder auch, ja, die eben hadern damit, ja, was heißt denn das dann für die Arbeit, für die Erwerbsarbeit und so. Trotzdem, bei den Grünen ist es ja so, wir werden mehrheitlich von Frauen gewählt. Wir haben die Quote nach wie vor 50%. Und deswegen ist bei uns auch, anders als es zum Beispiel, glaube ich, in der Linkspartei oder bei den Sozialdemokraten, auch noch ein bisschen anderer Blick auf das Thema Erwerbsarbeit. Diese reine Erwerbsarbeitszentrierung, die
die gehört jetzt nicht zum grünen Kernbestand. Ja? So, wir wollen jetzt nicht sozusagen, dass wir wollen existenzsichernde Teilhabe für Frauen, ja? Aber trotzdem wollen wir nicht einfach, dass Erwerbsarbeit das einzig dominierende Thema ist bei dem Thema Arbeit, sondern diskutieren eben viel mehr, inwieweit eben Pflegearbeit, ne, sonst umsonst auch Care-Arbeit und diese Bereiche nicht auch gleichwertig sind, sozusagen aus der alten feministischen Tradition heraus, und haben deswegen auch ein bisschen entspannteres Verhältnis, glaube ich, als es zum Beispiel SPD und Linkspartei zu der Arbeitsfrage. Du hast gerade vorhin besonders betont, dass das mit den 4 Jahren nicht realisierbar ist, also dass die Führungsregel gesagt hat, das lässt sich in 4 Jahren nicht umsetzen und deswegen sollten wir es jetzt nicht beschließen. Was ja bei 2008, wenn man sich erinnert, 2009 war man wieder in der Bundestagswahl, 2013 war man wieder in der Bundestagswahl, sehr auf diesen Bundestagswahlrhythmus oder dieses Raster abzielt. Wie schwer ist es denn überhaupt, oder anders gefragt, eine politische Partei in der Bundesrepublik Deutschland, die sich auf einen 4-Jahres-Politraster einrichtet, wie kann die überhaupt noch Fragen diskutieren, die über diese 4 Jahre hinausreichen? Also wie entwickelt sie eine Perspektive, die Gesellschaft auch umbaut, selbst wenn man es in den nächsten 4 Jahren als Regierungspartei gar nicht angehen könnte. Aber wie sagt sie, wo wollen wir dann trotzdem hin, irgendwann? Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage, die sich für die Parteien stellt. Wir Grünen hatten zwar Anfang der 2000er eben bei unserer ersten Bundesregierungsbeteiligung darüber versucht anzugehen, dass wir ein Grundsatzprogramm beschlossen haben, ne, wo wir nochmal klar, wo nicht nur allgemeine Grundsätze drin standen, sondern schon auch, ne, bisschen was Handfesteres, wo man eben schon ablesen konnte, was wir eigentlich so in 10, 20 Jahren umsetzen wollen und dann eben gleichzeitig, ne, konkret Regierungshandeln 98 bis 2005. So, und da waren eben die Löcher in einigen Bereichen größer als in anderen, so zwischen der Jetztzeit und der Zukunft. Das ist ein bisschen eine Art und Weise, damit umzugehen, aber natürlich ist das aktuell schwieriger, weil 2008 war eben da unser Parteitag, dann kam drauf, dann prompt die Finanz- und Wirtschaftskrise und da wurde natürlich insgesamt in der Gesellschaft das Thema Arbeitsplatzverlust anders diskutiert als ein Jahr oder zwei davor. Ja. Und das ist momentan ja schon so, dass so mit den Langfriststrategien das momentan ein bisschen schwierig ist, wenn alle 2 Jahre sozusagen die nächste Zuspitzung von richtig heftigen Krisen kommt und alles nochmal wieder ganz anders durcheinander gewirbelt wird. Ne, wie momentan das Thema Geflüchtete hat natürlich auch momentan die Umfragewerte von verschiedenen Parteien einigermaßen durcheinander gewirbelt, wie wir, glaube ich, alle miteinander festgestellt haben. Wir haben ja demnächst wieder Wahlen in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz und in Sachsen-Anhalt und das wird sicherlich in der Parteienlandschaft nicht völlig ohne Donnerhall vonstatten gehen. Ja. Ich würde noch mal gern auf Hartz IV nochmal zurückkommen. Die Grünen sagen ja, sie gehen nach wie vor mit der SPD. Die SPD hält ja an Hartz IV fest. Was ist dann mit der Diskussion ums BGE innerhalb der Grünen Partei, also Bündnis 90 Die Grünen, wenn man sagt, okay, wir gehen Bündnis mit der SPD ein? Dann ist die Grundeinkommensfrage also erstmal wieder zur Seite gelegt oder wie? Also, das Wichtige ist für uns momentan, die Debatte wieder zum Leben zu erwecken. Zum Beispiel wird es jetzt auch im April von den Grünen Bundesarbeitsgemeinschaften Wirtschaft und Finanzen und der Bundesarbeitsgemeinschaft Arbeits und Soziales einen Kongress nochmal geben zum bedingungslosen Grundeinkommen. Der wird in Hannover stattfinden und auch an anderen Stellen sozusagen wollen wir einfach auch die Debatte wieder beleben. Wir haben einen geltenden Bundesparteitagsbeschluss, der sagt, wir wollen zumindest stückweise weiterkommen und das heißt als erster wichtiger Punkt, wir wollen zum Beispiel die Sanktionsfreiheit bei Hartz IV. Also da wollt ihr euch auch durchsetzen gegen die SPD? Da wollen wir uns dann auch durchsetzen. Ne? Wenn sozusagen jetzt nicht Sanktionsfreiheit für immer und ewig, da kann man ja erstmal, ne, Sanktionen aussetzen, da kann man ja verschiedene Schritte machen und ansonsten wollen wir auch zusätzliche Freiräume ermöglichen. Ich selber fand es schade, dass wir auf unserem letzten Parteitag kein bedingungsloses Sabbatjahr für alle beschlossen haben, aber wir haben immerhin Erweiterungen beschlossen für das Thema Pflege, wir haben Erweiterungen beschlossen, wenn Leute sich nochmal weiterbilden wollen, auch in späteren Jahren, dass es dafür noch relativ bedingungsfrei eben finanzielle Möglichkeiten gibt. Wir haben auch eine Erweiterung des Elterngeldes beschlossen, das heißt bei uns das Kinderzeit Plus. Das sind so Punkte, wo wir einfach mehr Freiräume schaffen wollen und wo wir hoffen, ne, über diese, wenn auch nur kleinen Ansätze, aber darüber eben doch kleine Schritte hinzugehen in ein entspannteres Verhältnis zu der Grundeinkommensfrage.
Zwei Fragen hätten sich für mich angeschlossen. Die eine würde ich gerne noch vor der nächsten Musik stellen. Bei der jetzigen wieder fast 85. oder ich weiß nicht wie viel Novelle von ALG 2, da steht nochmal eine deutliche Verschärfung der Sanktionierungen drin und eine Pflicht, eventuelle Sozialleistungen langfristig zurückzuzahlen, wenn man sich während der Zeit, wo man in Bezug war, wie es so schön heißt, und das ist dann ein wörtliches Zitat, sozialwidrig verhalten hat, also beispielsweise irgendein angebotenes Jobangebot nicht angenommen hat, dann hat man zwar die Sanktion, die man bisher hatte, aber nachdem die abgelaufen ist, wird man dann pflichtig, das zurückzuzahlen, was man dann zu viel kriegt, was man ja eigentlich durch Aufnahme einer Arbeit hätte quasi weniger an Sozialleistungen kriegen können. Das heißt also, die Leute, die einmal in Bezug waren, werden dann quasi bis auf alle Ewigkeiten verschuldet sein, selbst wenn sie rauskämen. Ist euch das schon aufgefallen im Bundestag? Ja. Habt ihr da schon heftigst opponiert, wie es der Opposition gebührt? Und, Ich finde schon, dass Wolfgang Stegmann-Kuhn, das ist unser sozialpolitischer Sprecher, sehr deutlich gemacht hat, dass wir Grünen davon nichts halten. Und da habe ich allerdings auch noch ein bisschen Resthoffnung gegenüber der SPD, weil zumindest am Anfang der Debatte, also das Gesetz liegt jetzt vor, das stimmt, ja, aber vor zwei Jahren, als sozusagen die Vorbereitungen dazu liefen, da gab es ja schon bei der SPD und im Arbeitsministerium schon eigentlich die Festlegung, dass sie für Jugendliche die Sanktionen reduzieren wollten. So, und von daher nehme ich das Ergebnis, was jetzt vorliegt, schon als eins, was von der CDU noch massiv verschlechtert worden ist. So, und daher nehme ich das jetzt nicht eins zu eins als das, was uns von der SPD vorgelegt werden würde, bei einer entsprechenden Koalition. Und momentan ist ja sowieso völlig klar, dass zu einer Regierungsbildung mit der SPD auch die Linkspartei dazugehören würde. Und da müssen die beiden sich zwar noch bewegen, aber in der Sache, also ne, wenn die beiden bereit wären, eine Koalition mit uns zusammen zu machen, dann würde in der Sache das sicherlich dann anders aussehen, das Gesetz. Wieder ein Grund, doch der Frage Rot-Rot-Grün näher zu treten. Das sage ich nochmal in Richtung Linkspartei und SPD. Damit gehen wir dann jetzt mal in die Musik und diskutieren das später weiter. Verdauen. Klaus Nosten Musik. Wir müssen natürlich. Ich lasse es nicht gleich fragen. Zunächst sage ich noch an, das waren die Klassiker Konstantin Wecker, Hannes Wader mit Trotz alledem der dritten Version. Die wird ja immer wieder mal etwas aktualisiert, so wie Hartz IV offensichtlich auch. Allerdings sind wir da nicht in Römisch 3, sondern wie gesagt in Feiner Römisch 100, aber... ja, wie ist das denn jetzt mit den Verschärfungen, Julian? Genau, wir haben jetzt hier, während der Musik ist immer so, da kommen dann immer die interessantesten Themen auf den Tisch. Wollte ich euch nicht vorenthalten. Und zwar hatten wir nochmal darüber diskutiert, dass man Geflüchtete nicht unter das Existenzminimum kürzen darf und eingeborene Hartz-IV-Betroffene schon. So wird das immer... weitergereicht und vielleicht kannst du uns mal aufklären, wie sich das wirklich verhält. Nun, ich bin jetzt die Finanzerin und nicht die jetzt das SGB 1 bis 12 oder 15 da alles auswendig kann. Das ist jetzt nicht mein Hauptmetier. Aber ich wollte einfach nochmal darauf hinweisen, das Thema war ja, da wird es jetzt Verschärfungen geben. Ja. Wir Grünen finden das nicht richtig. Wir kritisieren das auch, laut. Aber wir mussten auch feststellen, dass es bisher noch nicht weder auf die erste, noch auf die zweite, noch auf die dritte Seite so richtig doll geschafft hat, die Kritik an diesem Thema. Und da war jetzt eben die Debatte, woran liegt das? So, da glaube ich, und dann habe ich mal versucht, Gründe zu finden. So, ein Grund ist sicherlich, dass wir derzeit ja auch eine Debatte haben in der Europäischen Union. Ja, wir haben eine Debatte darum, dass Großbritannien die Europäische Union verlassen will und gesagt hat, wir bleiben nur, wenn es beim Sozialrecht auch Möglichkeiten gibt, zu verschärfen. So. Es gibt entsprechend auch Urteile des Europäischen Gerichtshofes, aber es gibt eben auch Urteile des Bundesverfassungsgerichts. So, und offenbar hat sich diese große Koalition überlegt, sie will nicht nur sozusagen mit dem Obergrenzenthema abschrecken, sondern sie wollen auch abschrecken mit dem Thema, hier kriegt nicht jeder einfach so Sozialleistungen und es gibt hier auch Sanktionen. So. Und das ist wahrscheinlich auch eine Reaktion darauf, dass das Bundesverfassungsgericht das, was früher in Deutschland gegolten hat, nämlich, dass für Hartz-IV-Bezieher es einen höheren Normalsatz gegeben hat als für Geflüchtete, da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das ist nicht in Ordnung. Es darf da keine Zweiklassengesellschaft geben, sondern Existenzminimum ist Existenzminimum. Und
und das ARG-2-Geld, ne, plus hier Kardio, also Kosten der Unterkunft und so weiter, ne, das ist das Existenzminimum. Und wenn das so ist, ja, dann müssen auch Geflüchtete das Existenzminimum bekommen, weil Existenzminimum ist Existenzminimum. So, und deswegen ist das jetzt sozusagen eine Gruppe. Und jetzt gibt es offenbar neue Ideen, ja, wie man trotzdem Sanktionen verhängen kann, auch unter das Existenzminimum, indem man sozusagen das Existenzminimum so nicht wegnimmt, aber eben durch entsprechende Aufschreiben, ja, sozusagen dann mal so einen dicken Schuldschein hinten dran macht, dass man auf jeden Fall nie wieder rauskommt aus der Misere. Man kriegt sozusagen einen Deckel. Ja, genau. Und genau, so ein Bierdeckel halt, ne? Wo dann mal alles, genau, der dann vollgeschrieben wird. Das ist das, womit wir jetzt zu tun haben. Und die Debatte ist deswegen so schwierig, ja, weil wir eben momentan wieder dieses Aufkommen da haben, oh, irgendwie wird es da riesengroßen sozialen Missbrauch geben. So, das ist das Problem. Deswegen sind wir ein bisschen weiter weg von der emanzipativen Debatte. So, ich sage aber, wir brauchen gerade wegen der Krise auch das bedingungslose Grundeinkommen. So, weil hier momentan doch schon auch viel zu wenig debattiert wird. Ich bin da immer wieder dankbar der Heute-Show. Die Heute-Show kümmert sich immer um die wichtigen Themen. Heute-Show hat Punkt. Diesen Freitag jetzt auch endlich nochmal wieder thematisiert das Thema Reichtum in Deutschland. Und da haben sie das Richtige am Wickel. Ja, da haben sie einfach das Richtige am Wickel. Wir haben momentan ein massives Problem, weil eben die Schere zwischen Arm und Reich nochmal wieder stärker auseinandergegangen ist. Und das ist nicht nur irgendwie ungerecht, sondern es ist inzwischen ein massives ökonomisches Problem. Ich weiß nicht, inwieweit Sie mitbekommen haben, und wahrscheinlich Sie haben jetzt hier nicht so viele Aktien an der Börse, haben Sie vielleicht nicht so mitbekommen, aber jedenfalls die welche haben, die hatten in den letzten zwei Wochen wenig Spaß, weil es massive Einbrüche gegeben hat. Der DAX ist zwei-, dreimal richtig eingebrochen. Sozusagen ist jetzt, der war bei, glaube ich, über 11.000, 12.000 Punkte und rutscht jetzt momentan wieder auf 8.000 Punkte runter, sozusagen alles weg. Auch international geht es gerade wieder richtig los. Ne? Also der Punkt irgendwie Krise, wo ist Krise? Die Debatte fängt gerade an, wieder sich radikal zu drehen. Ich glaube, in zwei, drei Wochen werden wir wieder alle gemeinsam von Krise reden und dann vielleicht in drei Monaten wieder weniger. Aber das Thema Finanzkrise ist nach wie vor da und da brauchen wir eine vernünftige Lösung und das bedingungslose Grundeinkommen kann eben eine sein. Darf ich da mal nochmal eben zwischen gerätschen? Die Grünen sind aber nicht diejenige Partei, die da guckt, dass die Reichen nicht noch reicher werden, beziehungsweise die Armen nicht noch ärmer. Also das habe ich eigentlich so noch nicht mitbekommen. Und die Leute, die sich nicht besonders für Politik interessieren, also denen das ist schade. Sind die Grünen auch nicht so als Partei aufgefallen, die für Gerechtigkeit und Gleichheit sorgen, oder? Darf ich mal hier so in den Raum fragen? Ja, das finde ich schade, weil zumindest die Hauptstadtjournalisten ja immer geschrieben haben zum letzten Bundestagswahlkampf 2013, dass da hätten die Grünen ja deswegen ein schlechtes Ergebnis gehabt, weil sie ja so schrecklich radikale Steuervorschläge gemacht hätten und jetzt plötzlich irgendeinen Reichen das Geld hätten wegnehmen wollen. Und dafür seien wir zu Recht bestraft worden. Ich wollte es einfach nur nochmal sagen, also wir waren die Partei, die als erstes ein Gesetz vorgelegt haben für die Einführung einer Vermögensabgabe. Das wurde dann von Sarah Wagenknecht hinterher gerne übernommen, aber wir haben die Arbeit gemacht. Konkret ich habe die Arbeit gemacht, ehrlich gesagt. Ich habe diesen Gesetzentwurf geschrieben. Ich habe das Gutachten mitinitiiert und unsere Vermögensabgabe sollte 10 Milliarden Euro jährlich bringen. Wir Grünen haben in unserem letzten Wahlprogramm drinstehen gehabt, dass wir das Aufkommen aus der Erbschaftssteuer verdoppeln wollen. Auch dazu gibt es ein Gutachten, wo man nachlesen kann, wie man das gut machen kann, ohne dass dadurch die Welt untergeht. Wir hatten in unserem Bundestagswahlprogramm auch drin, dass wir den Spitzensteuersatz anheben wollten auf 49%. Das stimmt, dass die Linkspartei da noch mehr wollte, aber wir waren jedenfalls schon diejenigen, die über 30 Milliarden Euro Steuermehreinnahmen haben wollten, im letzten Bundestagswahlkampf dafür gestanden haben, auch öffentlich. Und dazu hat es doch zumindest eine intensive Debatte gegeben. Tatsächlich sagen wir das im Moment nicht mehr so laut, weil wir ein bisschen unterschiedliche Meinungen haben, inwieweit das gut angekommen ist. Also könnte man jetzt noch lange ausführen, auch erstaunlicherweise, dass jetzt Höhenflüge von Parteien in dieser Republik stattfinden, die
vollkommen gegen eine Erhöhung von Spitzensteuersätzen beziehungsweise sogar noch für die Ermäßigung eintreten und für eine drastische Abschaffung von Sozialleistungen. Das alles steht so in den Programmen dieser Partei, deren Name nicht genannt werden darf. Ich tue es jetzt auch an dieser Stelle nicht. Und trotzdem sind sie ganz ungeheuer erfolgreich und es gibt Leute, die glauben, sie wären möglicherweise sogar sozial. Also lassen wir das mal kurz an der Stelle beiseite. Genau, und einen Satz wollte ich noch sagen, die Große Koalition sagt, ne, sie hat den Auftrag und ist gewählt worden als Große Koalition der Nichtsteuererhöhung. Wenig hat diese beiden verbunden. Sie haben gesagt, das, was sie miteinander verbindet, ist, dass sie keine Steuererhöhung machen. Das ist momentan das Mantra in der Bundesrepublik Deutschland. Und wir haben nicht mitgemacht bei diesen schwarz-grünen Verhandlungen, weil eben wir etwas anderes wollten. Und was ist jetzt die Konsequenz, würde mich interessieren. Die Konsequenz ist, dass wir etwas breiter uns aufstellen. Das heißt, wir Grünen werden auf jeden Fall auch im nächsten Bundestagswahlkampf thematisieren, dass die Vermögenskonzentration in Deutschland zu stark ist und dass wir auf jeden Fall bei der Vermögensbesteuerung wieder etwas machen müssen. Es ist ja nun mal so, dass die Erbschaftssteuer heute jedenfalls nicht von den Vermögenden bezahlt wird, sondern von der Mittelschicht, weil die Betriebsvermögen praktisch zu 100% ausgenommen sind. Es ist so, dass wir seit 1996 keine Vermögenssteuer mehr in Deutschland haben und es ist auch so, dass wir keine relevante Grundsteuer in Deutschland haben. So, und das hat eben dazu geführt, dass wir bei den Einkommen geht es auch auseinander, aber vor allen Dingen bei den Vermögen eine dramatische Konzentration haben. Ja, so, das wird hier immer noch nicht ganz so wahrgenommen, aber es hat tatsächlich fast amerikanische Verhältnisse, die wir hier in Deutschland haben, und die sind einfach mit unserem ganzen sozusagen Gesellschaft, also wie wir Deutsche eigentlich miteinander leben wollen, passt das überhaupt nicht zusammen. Und deswegen werden wir das weiter thematisieren. Wir werden beim nächsten Mal auch, das ist natürlich jetzt nicht unstrittig, aber als Grüne auch nochmal thematisieren, dass einige Dinge uns hier momentan sehr viel zu billig sind. Ja, und deswegen werden wir oft da reden über das Thema ökologische Finanzreform. Es mag ja sein, dass viele Leute das toll finden, dass Diesel und Öl momentan sehr, sehr günstig ist. Es ist aber tatsächlich einfach für den Klimaschutz ein totales Problem und deswegen werden wir auch darüber reden. Und wenn es nach mir geht, dann werden wir vor allem nochmal darüber reden, dass wir bei der Familienbesteuerung was anders machen müssen. Dass eben das Ehegattensplitting etwas ist, was nicht mehr in die Zeit passt. Deswegen muss es trotzdem besser werden für Familien und ich möchte endlich durchsetzen, dass wir unsere Steuern nicht mehr nach Trauschein vergeben, sondern nach denen, die es brauchen. Und deswegen möchte ich eben tatsächlich mehr Geld für Kinder, weil Kinderarmut ist gerade hier in Berlin auch, ne, wir sind die Hauptstadt leider, ja, haben wir diesen schlimmen, schlimmen Platz, Hauptstadt der Kinderarmut zu sein. Bei uns gibt es auch sehr viele Alleinerziehende, die eben von dem derzeitigen Steuer- und Sozialsystem überhaupt nicht profitieren und deswegen sehe ich da eine zentrale Aufgabe, das zusammen zu ändern. Dann gehen wir jetzt nochmal zum bedingungslosen Grundeinkommen zurück, wenn ich darf. Es gibt ja zurzeit ganz viele, also was heißt ganz viele? Zwei. Aber es gab zwei namhafte Industriekapitäne, die jetzt sich öffentlich dafür ausgesprochen haben, dass das bedingungslose Grundeinkommen unbedingt eingeführt werden muss. Wenn ich das so zusammenfassen darf, weil wir keine Leute mehr brauchen, weil wir keine Leute mehr bezahlen und weil wir aber Kunden brauchen, die sich unsere Produkte leisten können. Wenn ich das mal so ungefähr zusammenfassen darf. Was glaubst du, wie bewertest du das, dass jetzt auf einmal so viele verschiedene Artikel über das bedingungslose Grundeinkommen in der Presse, in den Medien auftauchen, im Zusammenhang mit Finnland, im Zusammenhang mit der Schweiz, im Zusammenhang insbesondere eben mit ganz konservativen Kreisen oder eben Industriekreisen, die sagen, wir brauchen das. Ja, das Thema liegt in der Luft. Also konkret Schweiz ist es schlichtweg so, dass da eher emanzipative Kräfte, ne, es hingekriegt haben, einen Volksentscheid in die Wege zu leiten, eine Volksinitiative, die Schweiz wird darüber abstimmen. So. Und da bin ich auch sehr gespannt. Die letzten progressiven Volksentscheide in der Schweiz waren jetzt nicht so erfolgreich, aber trotzdem, ne, hoffe ich, dass das in diesem Fall anders und besser laufen wird. Wobei selbst die Initiatoren ja sagen, sie rechnen nicht damit, dass es dieses Mal schon klappt, aber damit wäre das Thema schon mal gesetzt, ja. Und jeder Schweizer Haushalt, das kennt man ja bei uns so gar nicht, dass man so wirklich, aber jeder Haushalt quasi sich verpflichtet fühlt, da ist jetzt eine Abstimmung, da muss ich drüber abstimmen, also muss ich das Ding lesen. Also diese Kultur des Lesens ist ja bei den Volksabstimmungen hier in Berlin nicht gar so weit verbreitet, glaube ich. Also dass man so ein kleines Heftchen, so ein kleines graues
kriegt, wo dann eine Position der Bevölkerung und dann zwei Positionen, einmal vom Senat und einmal vom Abgeordnetenhaus, dann dagegen zu lesen ist, dann lesen die meisten Leute nur quer und es gibt nur Beteiligung, also noch gar nicht mal in der Nähe von 50%. Ne? Ja, also ich finde, die Volksentscheide, die Berlin bisher erlebt hat, die haben schon gezeigt, dass die Berliner Bevölkerung in der Lage ist, damit umzugehen. Und ich fand, ne, dass die Rekommunisierung der Wasserbetriebe, also die Einsicht in die Verträge und das als erster Schritt für die Rekommunisierung gut gewesen sind. Ich fand auch, dass mit dem Energietisch, sozusagen, das knapp gescheitert ist. Also es hat schon hier das Land belebt und bewegt und hat uns gut getan. Ja? So, die Schweiz, da kann man tatsächlich noch einiges mehr von abschauen, aber ich finde, das, was wir in Berlin haben, das sind schon wichtige und gute Schritte. So, Finnland, da bin ich nicht völlig im Bilde, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es in Finnland auch damit zu tun hat, dass sie jetzt das Thema industrieller Umbruch, ja, dass das in Finnland schon stärker präsent ist, weil zum Beispiel ja ein großes finnisches Unternehmen, Nokia, wo wir alle mal ein Handy von hatten, jetzt ja nicht mehr so gut läuft. Ja, so, und von daher dieses Thema Wandel von der Industriegesellschaft zur Wissensgesellschaft oder Dienstleistungsgesellschaft da schon noch präsenter ist. Und tatsächlich, die sich jetzt gemeldet haben in Deutschland, sind ja auch die eher in diesen Bereichen tätig sind. Und das stimmt, das Grundeinkommen ist für beide Seiten da interessant. Es ist sowohl, wie ich finde, notwendig, es ist ein wir haben auch soziale Grundrechte in Deutschland, ja? Nicht nur allgemeine liberale Grundrechte, sondern für mich gehört das Grundeinkommen als soziales Grundrecht dazu, sozusagen zum Grundgesetz in Deutschland. Aber wichtig ist eben bei dem bedingungslosen Grundeinkommen auch, und da hattest du das ein bisschen schon hingeleitet, dass wir momentan ja tatsächlich in so einer Umbruchphase sind. Es gibt haufenweise jetzt erste Prognosen, dass von den Arbeitsplätzen in Deutschland in der Verwaltung, jetzt nicht so sehr der Roboter, der schon in der Fabrik steht, der steht da schon, ja, aber in den ganzen anderen Bereichen, es wegen der Möglichkeiten von Software und Digitalisierung es einen sehr großen Schub geben kann, dass eben Leute arbeitslos werden, ne, dass eben derzeitige Qualifikationen dann nicht mehr gebraucht werden. So, und da ist einiges sozusagen momentan in der Luft und da ist eben die Frage, wie der Kapitalismus damit umgeht. Und er kann damit umgehen zerstörerisch, dass die Leute eben arbeitslos werden und dann kein Geld haben und die krisenhaften Erscheinungen noch zunehmen. Oder er kann versuchen, das aufzufangen. Und Henry Ford ist auch eine schillernde Persönlichkeit gewesen damals in den 20ern. Ja? Also ich kam gerade vorgestern noch mal in Arte. Da war ja auch ein krasser Antisemit, nicht lustig. Ja, ist er gewesen, aber auch ein großer. Ja, in einem Punkt hat er eine richtige Einsicht gehabt, als er seine Autoimperium da aufgebaut hat. Er war nämlich derjenige, der als erstes gesagt hat, Autos kaufen keine Autos. Also, ich muss meine Leute ordentlich bezahlen. Es wäre gut, wenn andere Leute es auch täten, weil nur dann haben wir alle gemeinsam was davon, kann es den gesellschaftlichen Fortschritt geben. Wenn ich meine Leute ordentlich bezahle, dann können die sich dann auch entsprechend ein Auto leisten und dann gibt es sozusagen einen Multiplikatoreffekt, dass das positiv weitergeht. Man muss die arbeitenden Menschen, arme Leute, gut bezahlen. So. Das war die richtige Idee. Und deswegen, sie nicht zu bezahlen, ist nicht die Lösung, sondern neue Produkte verkaufen sich nur, wenn es Märkte gibt und nicht, wenn es da keine Märkte gibt. Ein Kredit alleine reicht nicht und deswegen das bedingungslose Grundeinkommen brauchen wir unbedingt. Wir brauchen es als emanzipativer Schub und dann werden wir unterwegs kämpfen, inwieweit das von den Kapitalisten dann doch für ihre Zwecke missbraucht wird. Aber wenn wir erstmal so weit sind, dass wir kämpfen, wir haben ein bedingungsloses Grundeinkommen und dann kämpfen wir mit den Kapitalisten, wer dann mehr davon hat, dann haben wir schon einen wesentlichen Schritt erreicht. Das ist ja immer genau in der Rede, dass man sagt, die Industriellen nutzen das dann sozusagen als Lohndrückerei. Also das heißt, die Leute kriegen vom Staat, sagen wir mal, 1080 Euro, das ist ja aktuell die Forderung der Linken, dann brauche ich den Leuten eben nur noch 3 Euro Stundenlohn zu zahlen oder nur noch 2 Euro Stundenlohn. Wie seht ihr das bei den Grünen? Das ist eine große Gefahr und wie wird das bei euch diskutiert? Das hängt eben sehr stark davon ab, wie hoch es dann sein wird, dieses bedingungslose Grundeinkommen und wie sicher dann eben der Mindestlohn beispielsweise auch gesichert und kontrolliert wird, dass eben diese Lohndrückerei so nicht stattfinden kann. Aber interessant ist ja, dass
dass ja bisher eben die Gegner eher immer anders argumentieren. Ja? Also die sagen ja, jetzt kommt das bedingungslose Grundeinkommen, dann muss ja niemand mehr arbeiten, dann gibt es ja gar keinen Arbeitszwang mehr, dann bleiben wir alle zu Hause. Wobei das so ein bisschen überholt ist schon mittlerweile. Also man weiß ja von Hartz IV, die Leute gehen selbst für 1,50 arbeiten. Also das hat sich ja gezeigt, dass einige das freiwillig nachfragen und oder auch viele freiwillig 1,50 Jobs nachfragen. Ich denke mir, diese Argumentation, wir haben die eigentlich selbst in der Linken oder haben wir nicht mehr, ne? Von wegen, da geht keiner mehr arbeiten, nicht mehr so extrem wie eine Zeit lang, ist so ein bisschen totgenommen. Naja, wenn man von der Diskussion in den Linken mal ausgeht, würde ich ja jetzt gerne den Ralf Krämer von der sozialistischen Linken zitieren, der da gesagt hat, die Diskussion ist tatsächlich, kommt wieder in Fahrt, aber das Schlimme ist, dass die nur von rechts in Fahrt kommt. Und das mit anderen Worten, wenn ein bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt würde, es auf jeden Fall ein neoliberales wäre und deswegen müssten die Linken schon mal reflexhaft dagegen sein, weil neoliberale Grundeinkommen verschlechtern ja die Lage immer nur grundsätzlich. Also diese Lohndrückerei, das wird dann angeführt sozusagen, dann brauchen die Unternehmer ja nicht mehr so viel Lohn bezahlen. Na, wie heißt es, wenn ein bedingungsloses Grundeinkommen neoliberal eingeführt wird, ist es ja nicht existenzsichert. Das ist ja so ähnlich wie dann in Finnland das Modell, also den Sozialstaat dadurch noch zu kürzen und abzubrechen, dass man in jedem Fall gezwungen ist, eine Erwerbsarbeit aufzunehmen, und zwar zu egal welchem Preis, weil man braucht auf das Grundeinkommen auf jeden Fall noch was drauf. Und das ist eine deswegen muss es eben ein existenzsicherndes, bedingungsloses Grundeinkommen sein. So, das ist entscheidend, das ist tatsächlich der entscheidende Unterschied oder der entscheidende Hebel, ob es eben Dinge freisetzt, ja, emanzipativ ist oder es eben als Lohndrückerei und ausgestaltet wird und dass de facto eben dem Staat die Arbeitskosten übergeholfen werden. Das ist dann jetzt eigentlich der Hintergrund meiner Frage gewesen, weil wir haben ja durchaus bei der Bundestagswahl wahrscheinlich nur die eine spannende Frage, wer darf denn mit der CDU koalieren? Und normalerweise geht man davon aus, dass Also noch ist die Zeit, noch können Linkspartei und SPD die Gespräche, in denen ich auch teilnehme, intensivieren und könnten sich doch in Richtung einer gemeinsamen Koalitionsoption zumindest bewegen. Anscheinend will Sigmar Gabriel nicht Bundeskanzler werden, das scheint jedenfalls nicht so. Aber um es trotzdem nochmal auszuführen. Ich nehme das genauso schwierig in der Linkspartei wahr und deswegen sage ich es immer in beide Richtungen. Ja. Es ist tatsächlich so, man kann natürlich immer den schwarzen Peter hin und her schieben. Genauso wie jetzt gerade bei der Frage, kann das denn kommen, das bedingungslose Grundeinkommen? Ich nehme das so wahr, dass tatsächlich die Fakten dagegen sprechen, gegen diese Behauptung, wenn das so hoch ist, dann geht ja niemand mehr arbeiten. Das ist so, wissenschaftlich und so ist das eindeutig. Trotzdem nehme ich noch nicht wahr, dass in der Gesellschaft das genauso eindeutig diskutiert ist. Da haben wir noch ein Stück Weg zu gehen. Ja? Bei den Grünen ist das klar. In anderen Parteien sieht das anders aus und in der Gesellschaft sieht das, glaube ich, auch noch anders aus. Es ist eben momentan ist es ja so, dass viele Debatten eben leider wenig von Fakten dominiert sind, sondern von allgemeinen Ängsten und so weiter. Und da ist diese Frage eben auch noch eine wichtige Frage, die man dann eben entsprechend angehen muss. Das ist auch so ein schwarzer Peter, der hin und her geschoben wird, bei dieser Koalitionsfrage auch. Mein Appell nochmal, es ist nicht zu spät, wir haben noch über ein Jahr Zeit, 2 Jahre eigentlich bis 2017, da sollte doch noch was möglich sein zum Wohle Deutschlands. Dann lassen wir das mal sacken. Fragen, wer bewegt wen mit der folgenden Musik? Friedrich! Strom und Wasser featuring The Refugees mit dem Titel Herr Minister. War das und wir sind nach wie vor beim bedingungslosen Nachmittag live aus der Speiche in der Baumerstraße in Berlin-Prenzlauer Berg. Ich gucke intensiv auf den Monitor und in den Chat und im Chat ist bisher keine Frage reingekommen, jedenfalls nicht, dass ich gesehen hätte. Das Publikum hier in der Speiche hat auch abgewunken und jetzt ist die Frage, wer hier eventuell noch Fragen stellen wollte, jetzt ist die Gelegenheit, jetzt kann man meckern, jetzt ist die Politik bereit, sich zu stellen. Nach 18 Uhr wird dann wieder ein Fass aufgemacht. Also Fragen an Lisa Paus bitte im Chat und ansonsten noch der Hinweis, wir hatten schon eine Podiumsdiskussion vor einem knappen Monat und auch da waren einige Fragen nicht gestellt worden oder konnten gar nicht mehr wegen vorgerückter Stunde nicht mehr gestellt werden. Auch diese Fragen könnten jetzt in den Chat eingetippt werden. Wir stellen sie gerne.
Juliane. Genau, aber wenn niemand etwas fragen möchte, ich hätte schon noch einige Fragen und die stelle ich dann auch. Ich hatte mir die Veranstaltung vom 18. Januar beim ND, beim Neuen Deutschland angeschaut und da kam das Thema Industrie 4.0 auf. Das fand ich total interessant. Wenn du vielleicht einfach nochmal für unser Publikum erklärst, was ist das und was ich auch sehr interessant fand, ist die Öffentlichkeit ausreichend vorbereitet? Mein Eindruck ist, es wird eben noch gar nicht breit diskutiert. Mein Eindruck ist, dass... Nochmal kurz erklären, was ist Industrie? Industrie für alle, die es noch nicht wissen. Industrie 4.0, da geht es eben darum, dass wir in 4.0, wir in Deutschland sind ja immer noch sehr stolz darauf, dass wir eben die Industrienation sind, dass unsere großen Unternehmen und auch der Mittelstand Industrieprodukte herstellt, insbesondere Maschinenbau, aber auch Chemie, und auch Pharmazie in Berlin, ne? Ehemals Schering, jetzt Bayer zum Beispiel oder Berlin Chemie und in den Bereichen. So in Berlin hätten wir auch gerne immer noch mehr Industrie, leiden immer noch darunter, dass sozusagen mit der Wiedervereinigung, ne, da einiges weggebrochen ist in Ostberlin und auch in Westberlin, verlängerte Werkbank. Industrieland. So, und wir sagen auch, dass wir in der Krise 2008, 2009 noch so gut durchgekommen sind, weil wir eben nicht so kapitalmarktabhängig sind, weil wir eben nicht die Londoner Börse haben und nicht die Wall Street und so, und dass das auch mit Grund war, warum wir so gut durchgekommen sind. So, trotzdem ist es so, dass eben diese großen Konzerne inzwischen in ihren Strategieabteilungen sehr wohl Papiere vorbereiten, in denen eben bisher es so aussieht, dass 30-40% der derzeitigen Arbeitsplätze doch eher wegfallen werden. Und darüber wird eben öffentlich noch nicht so breit diskutiert. Ich fand ganz spannend, dass das BMW diese Papiere offenbar auch schon bis in die PR-Abteilung gegeben haben. Es gibt nämlich erste BMW-Kampagnen, wo eben eine Frau in der Fabrikhalle steht und sagt, neben dem Roboter steht und sagt, sie hat damit kein Problem, sie findet das prima, dass sie jetzt einen neuen Kollegen hat. Dann kann sie sozusagen ihre Fitness eben tatsächlich im Fitnessstudio machen als in der Fabrik. So, das sind jetzt so die ersten sichtbaren Anzeichen, dass sich da, dass da was ansteht. Momentan thematisieren wir eher, dass wir fast Vollbeschäftigung haben, dass es Schwierigkeiten gibt, Fachkräfte zu bekommen. Das stimmt doch, aber es läuft eben parallel, dass die Software, dass die Computerprogramme, dass die Programmierung einfach inzwischen sehr viel ersetzen kann, was früher klassische Buchhaltung, all das, was mit klassischen Papierverwaltung und so zu tun hat. Da kann einiges zukünftig sehr viel schneller gehen und deswegen gibt es da ein sehr großes Rationalisierungspotenzial. Und die Frage ist eben, wie gehen wir damit um? Die Unternehmen wissen selber nicht, wie sie damit umgehen sollen. Sie haben auf der einen Seite wissen sie, was sie einsparen können, aber auf der anderen Seite wissen sie jetzt gar nicht, an wen sie denn dann welche Produkte verkaufen sollen. Das ist das große Problem. Wir haben momentan auch in Deutschland sehr viele das Phänomen, dass die Unternehmen nicht mehr investieren, sondern dass sie das, was sie in den letzten Jahren an Gewinn eingenommen haben, als Ersparnis sozusagen liegen haben, de facto mehr und mehr Banken werden, sich aber mit Investitionen zurückhalten, weil sie eben tatsächlich noch nicht sehen, welche Märkte wie stabil sind, dass sie da tatsächlich gute Möglichkeiten haben, dauerhaft neue Produkte abzusetzen. Es gibt die Ökonomen nennen das ein Nachfrageproblem, also diese neuen Märkte sind nicht da, es geht nicht nur darum, dass die Produkte zu unsicher sind, sondern sie wissen nicht, wer es denn kaufen soll. Und sie wissen deswegen nicht, wer es kaufen soll, weil wir tatsächlich eben diese starke Schere zwischen Arm und Reich haben. So, also die Leute, die das Kapital haben, die möchten gerne das Kapital anlegen in tolle Investitionen und möchten gerne eine Rendite zurückziehen, dass das Kapital noch mehr wird, haben aber das Problem, dass sie selber das aber nicht kaufen wollen, sondern sie wollen ja nur das Kapital haben, wollen es aber nicht kaufen. So. Und sie haben es aber quasi den Leuten weggenommen, die es kaufen könnten, weil eben wir die Schere zwischen Arm und Reich immer größer haben, die Armen immer ärmer werden. So. Darauf sage ich, das ist die Krise, mit der wir zu tun haben. Das ist das, was unter Industrie 4.0 diskutiert wird, dass es Vorbereitungen gibt, dass Arbeitsplätze radikal abgebaut werden, dass die neuen Märkte für neue Produkte aber noch nicht da sind. Und diese neuen Märkte, die schafft man eben, indem man Menschen Geld in die Hand gibt, die es dann auch ausgeben. Und ein bedingungsloses Grundeinkommen könnte den Leuten das ermöglichen. Was sie dann kaufen,
das sollen sie selber entscheiden. Ja? Und was sie denn damit machen, sollen sie auch selber entscheiden. Aber das bedingungslose Grundeinkommen wäre eben genau für dieses Thema eine relevante Lösung. Noch nicht die vollständige, aber ein wichtiger Schritt dahin. Und deswegen ist genau jetzt wieder die Zeit, die Debatte anzufangen. Ich habe jetzt gerade mal im Chat einen Kling gehört. Und dieser Kling kam von Martin Delius, unserem zweiten Gast. Hallo Martin! Und ich lese einfach mal vor, was er schreibt. Liebe Gäste, ein kurzer Besuch im Chat, da ich zu Hause alleine mit meinem kranken Sohn bin und deswegen nicht kommen kann. Schlechte Planung, es tut mir leid, ich wünsche viel Spaß. Was bedeutet, wir haben in der zweiten Stunde dieser Sendung noch jede Menge Gelegenheit, über die Abgeordnetenhauswahl und die Position von Bündnis 90 Die Grünen zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin zu reden. Wir haben auch jede Menge andere Gelegenheiten, über die Industrie 4.0 vertieft zu sprechen. Beispielsweise jetzt die Frage, wie das bedingungslose Grundeinkommen denn dann finanziert werden soll, wenn diejenigen Konzerne, die was absetzen wollen, aber nicht vorher das Geld hergeben, damit die Leute das kaufen können, was sie absetzen wollen, wäre ja auch für sie einigermaßen ein Nullsummenspiel. Also wen besteuert man oder wo kommt das Geld her? Man muss tatsächlich einfach die Wohlhabenden und ganz, ganz Reichen deutlich stärker besteuern. Ja? Nochmal in die Geschichte, der New Deal in den USA nach dem Zusammenbruch 1929, der hat ja nicht nur Straßen gebaut und so weiter, also hatte ein riesiges Investitionsprogramm, sondern in der Zeit gab es in den Vereinigten Staaten von Amerika Steuersätze für die Reichen von 70-80%. So, ein bisschen weniger täte es vielleicht auch schon, wenn wir die Vermögensteuer einführen würden und die Erbschaftssteuer wieder ernst nehmen würden, dann hätten wir ausreichend Geld in der Europäischen Union. Bräuchten wir zusätzlich noch einen Steuerpakt tatsächlich der EU-Mitglieder. Da gibt es jetzt auch ein bisschen Vorbereitungen. Wenn man sich da gemeinsam darauf verständigen könnte, dass Unternehmen insgesamt alle wieder Steuern zahlen und nicht einige praktisch gar nicht, ne? Also wie Apple zum Beispiel oder auch IKEA oder andere, ne? Die finden ja 15% schon zu viel. Die finden eher so 1-3% Unternehmenssteuer ausreichend. Das funktioniert natürlich nicht, sondern wir brauchen auch wieder Unternehmenssteuern, die bezahlt werden. Ich sage jetzt mal, die Grünen sind ja eigentlich eine Partei, die von Besserverdienenden gewählt werden. Also ich glaube, da sind wir uns einig. Nee, da sind wir uns nicht einig, weil wir über der Hälfte von Frauen gewählt werden. Und Frauen im Schnitt zumindest nochmal 22% weniger verdienen als Männer, das wissen wir schon. Ja? So, und es stimmt, dass wir einen höheren Akademikeranteil haben als andere Parteien. Aber wie gesagt, nicht alle Akademikerinnen sind in Berufen, in denen man gutes Geld verdienen kann. Viele von denen sind eben auch in Sozialberufen. Und da sieht es dann eben mit den guten Einkommen dann schon wieder anders aus. Kann sein, dass wir mit Männern verheiratet sind, die besser verdienen, aber die wählen uns ja meistens leider nicht. Aber ich wollte auf was anderes hinaus, das war sozusagen der Einstieg. Ich wollte darauf hinaus, dass man in letzter Zeit ab und zu mal liest, es gibt jetzt so eine Clique von Besserverdienenden, die sagen, wir würden ja gern mehr Steuern zahlen, aber man lässt uns nicht. Was kannst du dazu sagen? Gibt es die tatsächlich oder ist das eine Ente, die durch die Medien gejagt wird? Das war mal keine Ente und auch ganz hilfreich, tatsächlich im, so nach der Finanz- und Wirtschaftskrise, aber das ist dann relativ schnell damals von der FDP und der CDU abgeräumt worden mit dem Hinweis, wenn ihr mehr Steuern zahlen wollt, hier gibt es eine Kontonummer, könnt ihr direkt überweisen ans Finanzministerium. Nehmen wir gerne, aber deswegen müssen wir die Steuergesetze nicht ändern. So, und dann waren es eben leider doch nicht so viele, ja, sondern andere haben stattdessen sich anders organisiert. Mein Lieblingsfeind ist, oder Gegner ist da die Stiftung Familienunternehmen, wo tatsächlich nur Milliardäre zusammensitzen und sich organisiert haben und dafür sorgen, dass die Erbschaftssteuer weiterhin so ist, dass sie keine Steuern zahlen müssen. Also das heißt, da ist nichts dran an diesen anständigen Millionären? Es gibt 100 oder 200 anständige Millionäre, aber wir haben mehr als 100 und 200 anständige Millionäre und die Milliardäre, die waren nicht dabei. Okay. Olaf. Bei Milliardären, wieso guckst du mich da so an? Ich dachte, du willst da eine Anschlussfrage stellen. Also mit dem bedingungslosen Grundeinkommen sind wir jetzt ja mehr oder weniger durch. Die Schwierigkeit ist ja immer, dass man als politische Partei sich zu Wahlen stellt und dass man dann aber für diese Wahlen erklären muss, was tut man dann im Rahmen dessen, was man da eigentlich darf. Und das Berliner Abgeordnetenhaus ist eigentlich nicht in der Lage, ein bedingungsloses Grundeinkommen zu führen. Was kann das Berliner Abgeordnetenhaus überhaupt und was kann man
von den Grünen dort erwarten, sollte sie, sollten die Grünen verstärkt in das Abgeordnetenhaus einziehen? Also ich gebe zu, da die relevante Ebene für das bedingungslose Grundeinkommen die Bundesebene ist, haben wir jetzt derzeit in unserem Wahlprogrammprozess für das Berliner Abgeordnetenhaus jetzt dazu jetzt nicht so einen dicken, fetten Schwerpunkt. So, aber natürlich kann man sich ein Pilotprojekt vorstellen im Zuge der Neuaufstellung sozusagen der Arbeitsverwaltung. Ne? Da könnte man sich durchaus was vorstellen, um da könnte man wieder einen Antrag stellen oder so. Inwieweit der dann genehmigt würde, wäre dann vielleicht eine zweite Angelegenheit. So, was wir wollen als Grüne, ist tatsächlich mehr Freiräume schaffen für selbstbestimmte kreative Arbeit. Und die Jobcenter sind ja durchaus Einrichtungen, wo die Arbeitsagentur und die Bezirksämter zusammen drin sitzen. Und da geht es ja auch teilweise auch um Praxen und so. Da kann man nicht alles, da gibt es immer große Schwierigkeiten gegen die Arbeitsagentur, da was durchzusetzen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man komplett nur ohnmächtig ist, sondern man kann da auch ein bisschen einen Finger in die Wunde legen. Also das heißt, ihr habt da auch was auf welchen Ebene, auf Landesebene geplant? Oder da kommen wir, wollen wir da in der zweiten Stunde nochmal zu kommen und jetzt erstmal eine Musik und deine Satire machen, dann haben wir nämlich das Thema Berlin und was da geplant ist sozusagen komplett in der zweiten Stunde. Dann machen wir das sozusagen en bloc. Okay. Gut, dann Klaus. In letzter Konsequenz muss man zur Schusswaffe greifen, meine Damen und Herren. Das hat Frauke Petri gesagt. Wenn die Flüchtlinge an unsere Grenze ankommen und nicht freiwillig sofort wieder umdrehen, einfach abknallen das Gesocks. Was bin ich froh, dass wir in so konsequenten Zeiten leben. Zur Schusswaffe greifen, das hilft im Zweifelsfall immer. Wer mit seinem Leben nicht zurechtkommt, der muss in letzter Konsequenz zur Schusswaffe greifen. Wenn Sie das Fernsehprogramm ärgert, in letzter Konsequenz, ja mein Gott, wer hat nicht schon mal seinen Fernseher erschossen, weil ihm das Programm nicht gefiel. Wenn die Waschmaschine nicht funktioniert, früher hat man ja einfach nur einen Tritt versetzt, aber heute wird konsequent von der Schusswaffe Gebrauch gemacht. Donald Trump, der zukünftige Präsident der USA, hat gesagt, er könne sich auf der Fifth Avenue in New York hinstellen und einen Menschen erschießen, er würde keinen einzigen Wähler verlieren. Ich habe ja zuerst gedacht, er meint damit, auf der gesamten Fifth Avenue läuft kein einziger Mensch rum, der ihn wählen würde, also kann er da ruhig zur Schusswaffe greifen, aber gemeint hat er tatsächlich, dass er machen kann, was er will. Er ist als Präsident nicht mehr zu verhindern. Was kann man da machen? In letzter Konsequenz wird man zur Schusswaffe greifen müssen. Es bleibt einem ja auch gar nichts anderes mehr übrig heutzutage. In den Schützenverein eintreten, Freunde treffen. Ja, warum nicht? Donald Trump schießt ja im Zweifelsfall auch auf die eigenen Anhänger, wenn es ihm in den Umfragen nützt. Es geht um die Bereitschaft zur Konsequenz. Nur wer bereit ist, auf Menschen zu schießen, wird ernst genommen. Wenn sie nicht bereit sind, mich zu erschießen, dann rede ich mit ihnen noch gar nicht erst. Das ist das Nordkorea-Prinzip. Man kann ein alberner, cholerischer Hans Wurst sein, über den die ganze Welt lacht, aber als alberner, cholerischer Hans Wurst mit Neutronenbombe wird man ernst genommen. Björn Höcke, vermute ich mal, wünscht sich nichts sehnlicher als eine Neutronenbombe. Obwohl, auch ohne Neutronenbombe wird Björn Höcke meiner Meinung nach schon viel zu ernst genommen. Der stellt sich auf Marktplätze und kräht im Falsett, dass wir unsere Mannhaftigkeit wiederfinden müssen. Weil die Ausländer nehmen uns ja unsere Frauen weg. Ja, was sollen die Ausländer denn machen, wenn wir ihnen verbieten, dass sie ihre Frauen mitbringen? Aussetzung des Familiennachzugs, das ist auch so eine Konsequenz in diesen konsequenten Zeiten. Die Männer haben wir gerade noch reingelassen, aber bei Frauen und Kindern ist Schluss. Frauen und Kinder sollen gefälligst unter dem Bombenteppich aushalten im Kriegsgebiet. Rette sich, wer kann, Frauen und Kinder zuletzt. Das versteht der Deutsche heute unter Mannhaftigkeit. Alle Welt redet heute über Werte, aber keiner hat mehr welche. Besonders die Ossis, die laufen in Scharen Pegida hinterher, fordern, dass man jetzt endlich konsequent sein müsse und rufen und schreiben auf Plakate,
wir wollen hier keine westdeutschen Verhältnisse. Erinnern Sie sich noch an 1990? Ist die D-Mark nicht bald hier, gehen wir zu ihr? Tja, wer eine Lebensentscheidung trifft, der muss dann eben mit den Konsequenzen leben. Sollen Sie doch froh sein, dass die Syrer bloß Euro wollen und keine D-Mark? Weil den Euro wollten die Ossis ja auch nicht. Ich verstehe die Ossis nicht. Den Euro wollten sie nicht, die Ausländer wollen sie nicht, die Merkel wollen sie nicht. Was suchen die eigentlich in unserem Land? Irgendwie kommt es mir vor, als ob inzwischen alle übergeschnappt sind. Dabei ist die einzige Regel, an die man sich heutzutage halten sollte, nicht überschnappen. Do not snap over. Aber wer überall nur Lügenpresse sieht, der glaubt eben am liebsten erfundene Nachrichten. Dass übrigens in der Silvesternacht in Köln hauptsächlich Flüchtlinge Frauen angegrapscht hätten, gehört auch in den Bereich der erfundenen Nachrichten. Es gibt nämlich auch getürkte Syrer, das sind meistens Marokkaner. Erfundene Nachrichten, das ist jetzt gerade der Renner. Erfundene Nachrichten, das Erstaunliche an ihnen ist nur, dass die meisten von ihnen so gut erfunden sind. Alle Nachrichten rund um den Flüchtling scheinen erfunden zu sein, aber es glaubt sie jeder. Dass der Flüchtling in Marzahn ein Mädchen entführt und 30 Stunden lang vergewaltigt, das glaubt jeder. Andererseits, dass der Flüchtling in der Warteschlange von Lageso im Moabit verhungert und erfriert, das glaubt auch jeder. Es ist beides erstunken und erlogen, aber beides offenbar so gut erfunden, dass die Wahrheit dagegen absolut unwahrscheinlich erscheint. Die Lüge ist heutzutage glaubwürdiger als die Wahrheit. Warum? Weil die Lüge meistens einfach und nachvollziehbar ist. Die Wahrheit dagegen ist meistens komplex. Wenn aber der Mensch mit etwas Komplexem konfrontiert wird, dann kriegt er Komplexe, meistens Minderwertigkeitskomplexe, und wenn genügend Minderwertigkeitskomplexe auf einem Haufen zusammenkommen, dann gründet der Mensch eine Bürgerwehr. Und wogegen wehrt die sich? Achso ja, gegen den vergewaltigenden Flüchtling, ist ja klar. Dabei haben die Flüchtlinge zurzeit noch viel existenziellere Sorgen als die Libido. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Unmoral. Da bleibt mir dann nur noch zu sagen, do not snap over. Ja Leute, wir sind noch beim bedingungslosen Nachmittag. Heute mit Lisa Paus. Martin Delius lässt sich entschuldigen, weil sein Kind krank geworden ist. Auf dem Weg gute Besserung. Und wir haben in der ersten Stunde über die Bundespolitik gesprochen. Wir wollen aber jetzt mal nach Berlin kommen. Und ich greife jetzt mal Olafs Satire auf und gebe das an Lisa Paus weiter. Das Thema, das die Berlinerinnen und Berliner im Moment besonders bewegt, sind die Flüchtlinge. Und das Theater vom Lageso, die überforderten Ämter, was sagen die Grünen dazu? Und ich frage natürlich auch gleich oder stelle die Gewissensfrage, wie ist das, wie wird das bei den Grünen diskutiert, die sogenannte Obergrenze? Ja, die Obergrenze ist natürlich Quatsch, da hat die Bundeskanzlerin mal recht, ja, das sieht unser Grundgesetz auch nicht vor und man kann auch Probleme nicht einfach wegdefinieren, das hat man eigentlich normalerweise bei Kindern nach dem ersten oder zweiten Jahr hinter sich, ne? Das ist eben nicht so, wenn man die Augen zumacht, dass die Probleme dann weg sind und dass man dann eben nicht gesehen wird, sondern dann ist das Problem noch genauso da. So, und das hilft zur Lösung nicht, mich ärgert das eben tatsächlich vor allem deswegen, weil wieder sich nicht gekümmert wird um das, was wir eigentlich dringend diskutieren und ändern müssten und handeln müssten. Wir haben jetzt wieder auf der Bundesebene eine Debatte um ein Asylpaket 2, wo es irgendwie wieder darum geht, weitere sichere Herkunftsstaaten und diese ganzen Geschichten. Und das, was eigentlich anstünde, was wir auch schon seit spätestens letzten Sommer wissen, dass wir über ein Integrationspaket verhandeln müssen, dass wir darüber reden müssen, wie kriegen wir denn tatsächlich die
wichtigen Verwaltungsmitarbeiter, die geschult sind, die ausgebildet sind? Wie können wir sie kurzfristig aus anderen Ämtern hinzuziehen? Und wie können wir mittelfristig und langfristig hinbekommen, dass wir eine vernünftige Ausstattung haben, sowohl der Ämter als auch das, was wir brauchen an Sprachmittlern, an Dolmetschern, an Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, was wir in der Gesundheitsversorgung brauchen, dass wir die Impfstoffe kriegen, die wir brauchen. All diese Dinge, dass wir in den Schulen die Willkommensklassen gut ausgestattet hinbekommen, dass wir dann für die Lehrer entsprechende Nachschulungen und so weiter anbieten, damit auch die Lehrer dann in den Klassen damit umgehen können, wenn die Kinder aus den Willkommensklassen in die regulären Klassen kommen, dass das alles besser funktioniert. So, darüber müsste man sich unterhalten. Das war ja von Anfang an in Berlin das Problem, dass wir natürlich alle mit Entsetzen davor standen, zu sehen, dieses Verwaltungsversagen. Aber dass es ja noch schlimmer war, dass es nicht nur eine ausgedünnte Verwaltung war, sondern dass wir gleichzeitig immer beides hatten. Zum einen, wir haben gesehen, die Verwaltung funktioniert nicht, und gleichzeitig ist es aber immer noch so, dass die zumindest derzeit in Berlin regierende Koalition aus SPD und Union sich mehr darüber streiten, sozusagen, dass sie dieses Problem möglichst nicht lösen, also die streiten und nicht wirklich daran gehen, die Dinge abzuarbeiten. Ist das gewollt? Genau, dass es eben gewollt ist, dass es nicht einfach nur ein allgemeines Versagen ist, sondern dass auch noch der böse Wille sozusagen dazu kommt. Das ist eben noch das Problem. Das ist offenbar derzeit nicht zu lösen. Ich nehme wahr, ich glaube Herrn Müller das auch, dass er sich wirklich ärgert über seinen Koalitionspartner. Aber ein bisschen ist natürlich, glaube ich, auch Taktik dabei. Leider ist es eben so, dass offenbar die Union aus welchen schwachsinnigen Gründen auch immer an ihrem Sozialsenator festhalten, obwohl er nur wahrlich nachgewiesen hat, dass er es nicht kann, ja, dass er es nicht will, dass er dazu nicht in der Lage ist. Und deswegen scheint sich erst wirklich was zu ändern nach der nächsten Wahl. Ich glaube, da kann sich was ändern, da muss doch natürlich auch entsprechend das Wahlergebnis stimmen. Ja. Da kann sich etwas ändern. Wir Grüne jedenfalls können für uns in Anspruch nehmen, dass wir schon mindestens seit 5 Jahren thematisiert haben, die schlechte Personalausstattung in allen entscheidenden Ämtern, alles was in Richtung Bürgerinnen und Bürger geht, die Bürgerämter, dass wir auch darauf hingewiesen haben, wir brauchen dringend eine Personalentwicklung in allen relevanten Bereichen. Es ist ja insgesamt so, in Berlin die Verwaltung, 55 ist, glaube ich, das Durchschnittsalter. So. Und das heißt nicht, dass jetzt die eine Hälfte drüber ist und die anderen jetzt irgendwie schon ganz jung wären. Ja? Sondern es wurde über Jahre, ein ganzes Jahrzehnt lang, wurde nicht nach ausgebildet. So, das heißt, wir haben nicht nur zu wenig junge Leute in den Verwaltungen, sondern wir haben zu geringe Ausbildungskapazitäten, die wir jetzt und können momentan gar nicht ganz schnell zusätzliches mehr Personal einstellen, das wir bräuchten. Sozusagen, wir müssen auch die Ausbildungskapazitäten wieder aufbauen. So, da ist einiges bekannt, eigentlich schon seit Jahren bekannt. Die Grünen hatten auch durchgängig Anträge dazu. Wir werden dazu auch ganz klar einen Schwerpunkt machen in unserem Wahlprogramm, und das wird einer der härtesten Verhandlungspunkte werden, wenn wir denn in die Position kommen, nach der Abgeordnetenhauswahl tatsächlich Koalitionsverhandlungen führen zu dürfen. Obergrenzen, wie gesagt, ist Quatsch. Wir brauchen etwas zwischen, die Grenzen sind zu und wir haben gar keine Grenzen. Wir brauchen die Möglichkeit, dass das individuelle Recht auf Asyl, was jeder Mensch hat, wenn er hier hinkommt, dass er geprüft wird, wie seine Situation ist, ob er nun sozusagen eine Situation zu Hause hat, wo völlig klar ist, Syrien und so weiter, da kann er nicht hin zurück. Ja. Dieses individuelle Recht auf Asyl, das muss erhalten bleiben. So. Das heißt aber, dass eben wir zu Verhältnissen kommen müssen, wo wir das auch wieder organisiert bekommen. Das sagen wir Grünen durchaus auch. Ja, wir sagen, wir müssen auch reden über Kontingente, aber über Kontingente, die in der Summe stimmen. Also nicht über 1.000 oder 5.000, sondern wir müssen darüber reden, weil die Situation in Syrien und in anderen Krisenregionen so ist, wie sie ist, dass wir über große Kontingente reden müssen und dass wir dann darüber reden müssen, wie man die vernünftig abarbeitet. Und dass auf jeden Fall sichergestellt ist, dass das Recht jedes Einzelnen auf Asyl geprüft wird und dass er ein vernünftiges Verfahren bekommt. Darf ich nochmal ganz schnell nachfragen, Kontingent und Obergrenze, wo ist da der Unterschied? Eine Obergrenze heißt, wir nehmen pro Jahr nur so und so viel.
und heißt überhaupt, irgendwie, dass der Grundsatz auf Asylrecht nicht mehr existiert. So. Wir sagen, wir brauchen wir wollen, dass das Recht auf Asyl sich umsetzt. Wir haben zurzeit immer noch keine legalen und sicheren Einreisemöglichkeiten in die Europäische Union. Die haben wir nicht und die brauchen wir. Und das ist der Unterschied. Herr Seehofer wird an diesem Zustand nichts ändern. Der möchte weiterhin sozusagen, dass Dublin II wieder eingesetzt wird. Dann gibt es weiterhin keine legalen und schon gar keine sicheren Einreisemöglichkeiten in die Europäische Union. Und dann will obendrauf noch eine Obergrenze. Und was da hinten passiert in der Krise, ist ihm völlig egal. So. Und wir sagen das Umgekehrte. Wir haben schon immer gesagt, wir brauchen legale Einreisemöglichkeiten. Die müssen wir jetzt endlich schaffen. Und dann müssen wir es schaffen, dass die Menschen auch tatsächlich die Möglichkeit haben, dass ihr individueller Anspruch auf Asyl vernünftig geprüft wird. Was sagen die Grünen eigentlich zu der gegenteiligen Entwicklung, dass wenn jetzt jemand abgelehnt ist und nicht abgeschoben werden kann, beziehungsweise sich der Abschiebung entzieht, dass dann also wesentlich mehr Leute möglicherweise als Illegale dann hier leben? Wie geht man mit diesem Problem um? Da finden wir erstmal tatsächlich auch wiederum Seehofer und Konsorten extrem verlogen, ja, weil es ja jetzt auch nicht so ist, dass Bayern jetzt sofort alle abgelehnten Asylbewerber abschieben würde. Ja. So, das ist ja auch so eine Pseudodebatte. Wir müssen das jetzt ganz schnell machen, damit wir sie abschieben können. Dann, ich bin ja jetzt von Haus aus nicht aus dem Thema. Ja. Also meine Schwerpunkte liegen irgendwo anders, aber ich lerne ja jetzt auch jeden Tag dazu und habe eben festgestellt, dass der schon alleine daran scheitert, dass da müsste man ja ganz viele Flugzeuge chartern, da müsste ja das Ausländeramt ein Budget dafür haben, dass sie die Leute abschieben könnten, das haben sie überhaupt nicht, dann müsste es Haushaltsverhandlungen geben und so weiter, das ist alles Illusion, das ist reine eine öffentliche Propaganda und allein das regt mich maßlos auf, ehrlich gesagt, dass es vorgeschoben ist, dass so gemacht wird. So, und natürlich finde ich, Illegale ist kein Zustand. Ja? Illegale ist wirklich kein Zustand, weder rechts noch bei Flüchtlingen, sondern wir müssen da zu vernünftigen Zuständen kommen und deswegen sagen wir tatsächlich, man muss dann zu mehr Abschiebung kommen, plus es muss aber auch die Möglichkeit geben, deswegen wollen wir auch ein Einwanderungsgesetz, ne, dass die Menschen, die in Anführungsstrichen nur aus wirtschaftlichen Gründen hier sind, ja, wenn das Menschen sind, die tatsächlich hier auch eine kurzfristige Perspektive haben, weil sie zum Beispiel eine Qualifikation haben, die hier gut gebraucht wird, und zum Beispiel auch schon einen Arbeitgeber haben, ne, der froh ist, wenn sie da sind, dass für diese Möglichkeit Menschen auch die Möglichkeit geben muss, dass sie hier bleiben können. So. Deswegen brauchen wir tatsächlich parallel ein Einwanderungsgesetz, um diesen Leuten eine legale Bleibemöglichkeit zu geben. Wir brauchen hier tatsächlich nicht mehr Illegalität. Das bringt uns alle zusammen in immer größere Schwierigkeiten, das höhlt unseren Rechtsstaat aus. Das ist das Letzte, was wir gebrauchen können. Das nicht nur sozusagen politisch den Falschen in die Hände spielt, sondern weil ich dann ja auch tatsächlich auch sonst mehr rechtsfreie Räume habe. Ja, wenn man sich mal anschaut, wie viele Flüchtlingsheime angezündet werden, das ganze Thema, wir brauchen tatsächlich Recht, was durchgesetzt wird, deswegen sage auch ich als Grüne, wir brauchen auch mehr Polizei auf der Straße und wir brauchen auch mehr Menschen, die dann die Strafverfolgung auch umsetzen können. Dass so etwas, ne, dass auch dass alles das, was wir an Strafrecht haben in Deutschland, auch gegen sexuellen Missbrauch und so weiter, dass es auch durchgesetzt wird. Wir brauchen nicht mehr Illegalität, wir brauchen vernünftige Verfahren, aber wir brauchen die Möglichkeit, dass die humanen Gesetze, die wir haben, dass das auch sich umsetzen kann. Und nicht mehr Hoheit, mehr Gewalt, mehr Illegalität, das brauchen wir nicht, sondern wir brauchen Hilfe für die Menschen, mehr humanitäre Hilfe, mehr Möglichkeiten für die Menschen, sich hier zu integrieren und eine Absicherung des Rechtsstaates mit all seinen positiven Aspekten. Aber ich greife nochmal Olafs Frage auf, weil die ist für mich noch nicht so ganz beantwortet. Also Leute, die keinen Status bekommen hier, die sind ja dann sozusagen nach momentaner Lage illegal. Die können sich nicht, also für die ist ja dann sozusagen hier nichts zu holen. Das heißt, du sagst gerade, für die muss was getan werden. Es wird ja nichts für die getan. Also das heißt, das ist ja ein Problem, was wir aktuell haben. Was sagen denn die Grünen dazu? Weil wenn du jetzt sagst, okay, wir brauchen dies, wir brauchen das, das ist ja noch eine ganze Weile hin. Ja, die Leute sind ja... Wir sagen dann schon, also auch die Rückkehr
Aber die Leute werden ja von ihren Heimatländern größtenteils nicht aufgenommen. Darum geht es ja, wenn man immer sagt, zurückführen. Es geht deshalb nicht, weil die Heimatländer die Leute nicht zurücknehmen. Das heißt, sie sind dann tatsächlich, wie Olaf sagt, illegal hier. Sie können nicht zurück. Hier bekommen sie keinen Status. Ja, das ist im Moment die Situation. Und ich habe so das Gefühl, wenn ich in den Medien gucke, auch wenn ich so die Leserbriefe, das regt die Leute auch, glaube ich, noch mehr auf als Kriegsflüchtlinge. Also habe ich so das Gefühl, wenn ich mir so die Kommentare angucke in der Presse. Also dieses Problem, dass die Leute weder hier irgendeinen Status bekommen, noch zurückgeführt werden können. Wie gesagt, was stellen die Grünen sich da vor? Das ist ja im Moment, ist das ja, würde ich mal sagen, innerhalb der Flüchtlingskrise ein Problem, was offenbar nicht zu lösen ist, oder? Jetzt bin ich nicht in allen Ländergruppen sozusagen hundertprozentig fit. Möchte zumindest zum einen sagen, deswegen war es ja auch ein Fehler, einige Länder als sichere Herkunftsstaaten zu deklarieren, die keine sicheren Herkunftsstaaten sind. Ja, weil tatsächlich man ja die Leute dahin dann auch nicht zurückführen kann. Von daher bringt einem das nichts. Man erhöht noch die Politikverdrossenheit, ne, weil die Leute denken, da haben sie jetzt beschlossen, sichere Herkunftsstaaten und dann funktioniert es aber in der Funktionär mit der Abschiebung nicht. Genau, deswegen haben wir Grüne uns auch ganz klar gegen die Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten ausgesprochen, auch wenn es einzelne Ministerpräsidenten gegeben hat, die am Ende anders abgestimmt haben, aber auch in einer bestimmten Situation, und sagen das auch jetzt wieder. Und es waren eine ganze Reihe von meinen Kollegen jetzt auch in den Staaten, die jetzt neu zu sicheren Herkunftsstaaten deklariert werden, und haben auch Reiseberichte verfasst, die ich allen nur ans Herz legen möchte, wo eben ganz klar drin steht, dass es wie die Situation der vor Ort ist und dass man da von Sicherheit gar nicht, wahrlich nicht reden kann. Ich kann dann zum Beispiel Afghanistan als Land, wo man gut leben kann, ne, weiß jeder, dass das total absurd ist. Ne, und ähnlich sieht es auch in Marokko aus und so. Ja, so das, und deswegen braucht es tatsächlich für die Länder, wo jetzt konkret keine Rückführung möglich ist, braucht es auch wiederum eine extra Regelung. Das sagen auch wir Grüne, aber es gibt auch Länder, wo es anders aussieht. So, ja, wo man schon zurückführen könnte, wo ja auch Bosnien bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber jedenfalls gibt es ja auch einige Bereiche, ich glaube es war auch Bosnien, wo dann tatsächlich auch mit Informationen vor Ort gearbeitet worden ist, was tatsächlich am hilfreichsten gewesen ist, dass dann tatsächlich Leute informiert waren, wie sind ihre Aussichten in Deutschland, ne, und dann nicht zu Hause alles verkauft haben und keine Perspektive mehr hatten. Teilweise haben dann auch Einzelabschiebungen dazu geführt, dass andere dann auch bereit waren, freiwillig zurückzugehen, wenn eben klar war, dass sie keine Perspektive hier haben und dass eine Rückführung grundsätzlich möglich ist. So. Also von daher muss man da noch wieder unterscheiden. Es gibt abgeschoben, also Leute ohne Aufenthaltstitel, die abgeschoben werden können, rein technisch. Ja. So, und da sagen auch wir, dann ist das so, dann müssen sie technisch abgeschoben werden. Allerdings, wenn ein Einwanderungsgesetz wir hätten, ne, und diese Menschen tatsächlich nachweisen können, sie haben Arbeitsplätze und so weiter, dann sieht das anders aus. Aber ansonsten, wenn auch das nicht greift, dann würden auch wir sagen, tatsächlich, die haben hier erstmal keine Perspektive. Aber für all die, die nicht abgeschoben werden können, weil sie jedenfalls jetzt, ne, keine Möglichkeit haben, in ihr Heimatland zurückzugehen, weil das Heimatland sie gar nicht aufnimmt, für die muss es auch eine Regelung geben. Ich bin jetzt gerade vom Marzahn-Hellersdorfer Bezirksamt informiert worden, dass bislang noch in den Flüchtlingseinrichtungen die Beschulung von Minderjährigen funktioniert hat, mehr schlecht als recht, aber funktioniert, mit den Willkommensklassen und mit der Überführung dann in die normalen Schulen von der Normalbevölkerung, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, dass aber mit den jetzt noch einzurichtenden weiteren Einrichtungen die Kapazitäten mehr als ausgereizt sind. Also eine durchschnittliche mobile Einrichtung, die dort aufgestellt wird, in der knapp 500 Leute leben, nimmt nach allen Erfahrungen etwa ein Viertel Minderjährige auf, also 125 Kinder und Jugendliche, die da drin sind. Und dafür, sagte das Bezirksamt, haben wir jetzt definitiv in den direkten umgebenden Schulen keinen Platz mehr.
das ist jetzt, das überreizt einfach vollkommen, was bedeutet, dass die Kinder und Jugendlichen dann in Schuleinrichtungen auf dem Gelände des Flüchtlingsheims unterrichtet werden müssen und keine Durchmischung mehr entsteht mit den Kindern, die dort alteingesessen leben. Was wäre da die richtige Maßnahme? Ja, die richtige Maßnahme ist, dass man daran arbeitet, dass es weitere Einrichtungen gibt, die eben dann Kinder aufnehmen müssen. Dann in Bad Zwanhellersdorf braucht dann eben wieder neu geöffnete Schulen. So, dann hat man sich mit den Prognosen, ne, die haben sich eben verändert. Ich kann mich erinnern, vor 10 Jahren oder so hieß es, Bad Zwanhellersdorf ist ein quasi aussterbender Bezirk. Ja, so, die Situation hat sich jetzt geändert, da muss man es wieder anpassen, genauso wie man damals angepasst hat. So, und sowas muss eben tatsächlich auch schneller gehen. Das ist momentan das Problem, dass auch wir sozusagen wahrnehmen, obwohl wir eigentlich Opposition sind und nur auf Missstände hinweisen, also unser Hauptjob ja darauf ist, auf Missstände hinzuweisen, erleben wir uns momentan, dass wir auch, ne, vor allem damit zu tun haben, alternative Vorschläge zu machen, weil wir eben erleben, dass sozusagen überall alle überfordert sind und dass auch immer noch Süppchen gekocht werden. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe gehört, dass zum Beispiel wir ja auch deutlich mehr Erzieherinnen und Erzieher brauchen. Ja? So, und dass es zum Beispiel die katholische Fachhochschule gibt im Land Berlin, die berufsbegleitend eine Ausbildung anbieten, die offenbar gut funktioniert. Und die katholische Fachhochschule hat wohl gesagt, sie hat zusätzliche Kapazitäten, würde jetzt gerne aufstocken, hätte dazu eben entsprechende zusätzliche Mittel von der Senatsbildungsverwaltung. So, und ich habe jetzt gehört, dass offenbar die katholische Fachhochschule aber jetzt der SPD jetzt nicht so behagt, weil die katholisch ist und dass sie jetzt vielleicht deswegen die Erzieherkapazitäten nicht aufstocken. So, sowas finde ich in der Situation einfach albern, ehrlich gesagt. Ich finde, die KFH leistet gute Arbeit, die Alice-Salomon-Fachhochschule leistet auch gute Arbeit. Wir brauchen jetzt alle Kapazitäten und solche Süppchen, ja, dieses Kochen von solchen Süppchen, das brauchen wir heute definitiv nicht. Und deswegen müssen wir tatsächlich in dieser Frage alle an einem Strang ziehen, damit eben Parteien wie die AfD von so etwas nicht profitieren. Wir Grünen haben in dieser Frage überhaupt kein Identitätsproblem, weil wir völlig klar wissen, wir sind genau das andere. Ne? Also wir stehen genau auf der anderen Seite der AfD. Und deswegen alles, was wir können, mobilisieren wir, um eben zu anderen Ergebnissen zu kommen, damit der AfD das Wasser abgegraben wird. Wir haben da überhaupt kein Problem. Wir sind ja sozusagen der geborene Antipode. Ja? Ich weiß, in anderen Parteien sieht das ein bisschen anders aus. Aber wir sehen uns so und deswegen sind wir so ungeduldig und ne, machen jetzt immer, bemühen uns um Vorschläge, nicht nur um Kritik, sondern auch um konkrete Vorschläge, was anders machen kann, und müssen trotzdem feststellen, wo auch wir da immer wieder an Grenzen stoßen, weil noch nicht alle verstanden haben, in welcher Situation wir uns befinden. Es ist nicht nur so, dass wir überall so wenig Kapazitäten haben, sondern und das Süppchen gekocht werden, sondern ich erlebe es, dass einerseits alle sagen, wir haben hier einen absoluten Notstand und auf der anderen Seite hier immer noch Alltag passiert, dass ne, ganz normal so weitergearbeitet wird, als hätte sich nichts geändert. So, deswegen fand ich die Debatte, die auch grüne Stadträte hier in der Stadt angestoßen haben, dass man doch eigentlich für diese Situation den Notstand aufrufen sollte, damit man eben zusätzliche Mittel mobilisieren kann, die fand ich richtig. So, ne, damit will ich rechtsstaatlich aussehen, sondern es ging einfach darum, deutlich zu machen, wir haben eine besondere Situation, wir brauchen hierfür besondere Mittel. Wenn wir das jetzt nicht machen, dann haben wir hinterher deutlich mehr Probleme, als wenn wir so weitermachen wie bisher. Und deswegen sollten wir das tun, aber das Gegenteil passiert. Ich erlebe es, dass alle hauptsächlich damit viele damit beschäftigt sind, möglichst wieder schnell zum Alltag zurückkehren zu können. Und das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren, das wird uns richtig radikal auf die Füße fallen. Da höre ich aber im Moment von unserer Kanzlerin, die Leute sollen nach 3 Jahren wieder zurück. Da ist natürlich jetzt die Frage, sagt sie das, weil 3 Wahlen vor der Tür stehen, oder ist das so? Was hilft da die Integration, wenn syrische Kinder in 3 Jahren wieder in Syrien sind? Da brauchen sie kein Deutsch. Da brauchen sie keine deutsche Geschichte, was auch immer. Wie darf ich das verstehen? Ist das von der Kanzlerin im Moment Wahlkampf oder ist das ernst gemeint? Oder Ja, so richtig ich die Sätze von der Bundeskanzlerin letztes Jahr auch fand, dass es keine Obergrenze gibt, so enttäuscht bin ich davon, dass das, was sie angekündigt hat, dass sie einen Plan hat, dass man davon so wenig in der Umsetzung sieht. So, also konkret, die Kanzlerin ist ja offensichtlich erheblich unter Druck.
Und ich kann das jetzt auch nur als neue Kommunikationsstrategie interpretieren. Sie ist intern massiv angegriffen worden wegen ihrer Selfies mit Flüchtlingen, dass das doch dazu geführt hat, dass das erst sozusagen richtig mobilisiert hätte und die Flüchtlingsströme deutlich erhöht hätte. Wenn man sich die Zahlen anschaut, dann sieht man, das stimmt einfach nicht. Trotzdem ist das die Geschichte, die jetzt in der Union und auch in der SPD auf Bundesebene erzählt wird. So, und deswegen soll sie jetzt gefälligst keine Selfies mehr mit Flüchtlingen machen, sondern soll jedem sagen, dass sie höchstens 3 Jahre hier haben. Das ist der Grund, kein anderer. Das löst kein Problem, gar nichts, sondern ist jetzt sozusagen das Rückholen des PR sozusagen. Ja, ist reine PR. Hat man denn eigentlich als Sozialpolitikerin von den Grünen auch Schwierigkeiten mit den eigenen Haushaltspolitikerinnen? Das heißt, was für einen Stellenwert hat denn beispielsweise so eine ausgeglichene Haushaltsführung, eine schwarze Null oder sonst was in den Überlegungen, was man eigentlich tun kann und was man finanzieren kann? Also ich bin ja nicht ganz im Klaren, was die Linkspartei da beschlossen hat, aber ich würde mal jetzt hier... Doch, gar nichts. Eben, genau. Ich wollte nämlich behaupten, wir sind die Einzigen, die bisher zusätzliche Mittel beschlossen haben. Also wir haben aus unserer Fraktionsklausur am Jahresanfang nochmal deutlich gemacht, ne, wir brauchen wesentlich mehr Geld für das Thema, damit das funktioniert, brauchen wir mehr Geld, das ist völlig klar. So, wir sind noch der Auffassung, dass es aus den Reserven geschöpft werden kann, weil noch ist es ja so auf der Bundesebene, dass wir Überschüsse haben. Ne? Also Schäuble hat sich ja gefeiert dafür, dass er nicht nur die Schuldenbremse eingehalten hat, sondern dass er ja sogar Überschüsse hat. So, und da sagen wir, das ist jetzt völlig absurd. In dieser Zeit nützen diese Überschüsse niemandem, sondern wir müssen genau dieses Geld einsetzen, um die Aufgabe, die jetzt ansteht, tatsächlich umfassend anzugehen, damit wir sie gelöst bekommen für die Gesellschaft. Also, und das ist eben nicht nur eine finanzielle Frage, sondern das Thema Integration, ne, das hat ganz viele Facetten und deswegen muss man da alles mobilisieren und da kann das Geld kein Thema sein. So, deswegen haben wir unseren Vorschlag da vorgelegt, der relevant Geld kostet. Laut überschlägig sollen es 20 Milliarden Euro sein, die wir da zusätzlich einsetzen wollen. Und wir sind auch bereit, darüber zu diskutieren, was denn notwendig ist, um dieses Geld zu mobilisieren. Noch sehen wir, dass es tatsächlich aus den Überschüssen, also dass es geht, ohne die sogenannte schwarze Null zu gefährden. So, aber wenn das anders aussieht, dann diskutieren wir auch gerne, was man tun muss, um diese Integrationsmittel, die wir brauchen, zu beschaffen. Gut, wir wollen an der Stelle mal wieder eine Musik machen, um das Ganze sacken zu lassen und reden dann gleich nach der Musik nochmal weiter über Berlin und ja, wir hören uns gleich wieder. Lühl mit Doppel-Ü und der Titel hieß West-Berlin. Es geht bei der Abgeordnetenhauswahl dann um ganz Berlin, aber darüber kommen wir vielleicht noch ganz kurz zum Reden. Aber es gab jetzt schon Publikumsfragen. Genau, und die soll ich stellen. Und zwar hat gerade jemand aus dem Publikum gesagt, im Grunde haben wir durch die Flüchtlinge jetzt alle Schwachstellen im System aufgezeigt bekommen. Und da war noch eine zweite Anmerkung, da ging es um die Vollbeschäftigung. Wir haben 3 Millionen Arbeitslose, wie kann man da auf Vollbeschäftigung oder wie kann man die noch anpeilen, wenn du vielleicht die beiden Fragen oder die beiden Anmerkungen zusammennimmst und dich dazu nochmal äußerst. Also erstmal die Schwachstellen und dann die Vollbeschäftigung. Schwachstellen hatte ich ja eben auch darauf hingewiesen, also insbesondere was die Verwaltung in Berlin angeht, die ist eben unter Thilo Sarrazin einfach kaputt gemacht worden und deswegen ist es ja leider die Situation, man merkt so immer noch so wie sie ist, weil man gar nicht weiß, wo man denn eigentlich die unterstützenden Menschen hernehmen soll, weil sie eben dann an anderen Stellen sozusagen massive Löcher produzieren. So, also es ist richtig runtergeranzt und das muss man richtig von unten her sozusagen vernünftig wieder aufbauen und bitte dann auch gleich mit einer vernünftigen IT-Ausstattung, weil das ist eben auch für viele Leute in der Behörde ein Problem. Ich war letztens selber bei der Polizei, mir ist was geklaut worden und da habe ich einfach auch sehr lange gesessen und das lag jetzt nicht an inkompetenten Polizisten, sondern einfach, weil dieses Programm so langsam war, wie es war. So, und solche Dinge, die brauchen wir einfach nicht. So, das muss man von rund auf erneuern und das muss schnell passieren, wie gesagt. Am besten jetzt, wenn jetzt die derzeitige Koalition dazu nicht in der Lage ist, dann bitte dann ab dem 18. September oder Koalitionsverhandlungen brauchen auch noch 4 Wochen, aber zumindest ab Oktober sollte es dann endlich besser werden.
gibt uns die Chance. Die Grünen sind ja auch sehr... Die andere Frage mit der Vollbeschäftigung, ja. Das stimmt, das ist einfach statistisches, ist so definiert, kann man rumtricksen, macht jede Regierung, trickst dann nochmal wieder andersrum. Das ist richtig, ich finde das aber müßig, das ist nicht das, was mich da wirklich interessiert, weil ehrlich gesagt für mich ja Vollbeschäftigung auch per se nicht kein Ziel ist, sondern ne, also mehr Lebensqualität, ein vernünftiges Miteinanderleben in diesem Land, dazu gehört auch Arbeit, dazu gehören auch andere Dinge, das finde ich eigentlich viel entscheidender, von daher... finde ich die Debatte um die Vollbeschäftigung eigentlich müßig, sondern alle sollten gutes Auskommen haben. Und ich wollte noch nach der Frage der Ökologie in der Stadt kurz mal auf die 4 Millionen Einwohner Metropole Berlin zu sprechen kommen. Also ursprünglich war da die Bevölkerungsprognose ganz langsam angelegt und jetzt heißt es, noch vor 2020 werden wir die 4-Millionen-Marke knacken. Was bedeutet das eigentlich für die Ressourcen, den Ressourcenverbrauch, die Nachhaltigkeit, die, ja, also was ist die ökologische Frage in einer solchen Stadtgesellschaft, wenn wir so rasant wachsen? Das war jetzt vorher nicht so angekündigt und in 2 Minuten jetzt auch wirklich schwer zu beantworten. So, das macht ja nochmal. Also wir hätten jetzt noch ein bisschen Berlin Zeit, bevor wir zu den anderen Landtagswahlen kommen. Gut, also natürlich kämpfen wir Grünen dafür, dass auch eine Stadt lebenswert sein muss. Und da gehört eben auch das Sichern von Grünfläche gehört auch mit dazu, weil ansonsten macht das die Leute auch kränker und so weiter. Das ist völlig klar, dass irgendwie jede eingesparte Grünfläche jetzt nicht die Lebensqualität erhöht, sondern eher mehr Probleme schafft, als sie löst. So, von daher geht es um, wie es immer so schön heißt, intelligente Konzepte. Ja, man kann tatsächlich bei uns auch im Innenstadtbereich durchaus noch nachverdichten. Man kann auch noch an der einen oder anderen Stelle 1, 2 Stockwerke draufsetzen. Das kann man tun, aber es geht eben darum, lebenswerte Kieze zu schaffen. Darum geht es. So. Und da reden wir, und das Tolle ist ja, dass wir in der Stadt sehr, sehr viele kreative Architekten und Stadtplaner haben, die sich jetzt auch immer mehr zu Wort melden. Ich zum Beispiel fand es super, dass zum Haus der Statistik, was ja da am Alexanderplatz ist, was vom Senat jetzt zum Verwaltungsgebäude gemacht werden soll, dass sich da jetzt eben einige Architekten und Planer und sonstige Initiativen gemeldet haben, gesagt haben, Verwaltungsgebäude ist doch langweilig. Wir haben eigentlich hier kreative Ideen, wie man das bestehende Gebäude umbauen kann, moderne Architektur einbringen kann, das umbauen kann zu einem sehr interessanten Standort, sowohl für Kreative als auch für Flüchtlinge, als auch für soziales Wohnen, Gewerbe zum zentralen, tollen Hotspot zu machen für das neue Berlin in einer guten Mischung zwischen Wohnen, Kreativ, Gewerbe und Flüchtlinge. Und dafür brauchen wir einfach noch mehr Ideen, da geht auch deutlich mehr. Wir müssen nicht neue Ghettos bauen, sondern wir müssen jetzt die Chance nutzen, die kreativen Leute, die wir haben, tatsächlich ihnen Freiräume zu ermöglichen, damit in allen vielen Ecken Berlin schöner werden kann. Kreativ verdichten, könnte man das zusammenfassen. Ja, und dezentral. Dann stelle ich jetzt mal die Frage, die vorher abgesprochen war. Ja, zwischendrin, während die Musik läuft, sprechen wir manchmal was. Garten kann man auch auf Dächern machen. Es gibt übrigens unzählige Imker in dieser Stadt, die super viele Bienen auf Dächern angesiedelt haben. Da gibt es ganz tolle Sachen, da können wir mal Stunden dran über erzählen. Machen wir nochmal eine eigene Sendung darüber. Also, die Abgeordnetenhauswahl ist am 18. September, das ist noch doch ein bisschen hin. Im Verhältnis zumindest zu den 3 Landtagswahlen, die jetzt im März auf uns zukommen. Und bei einer dieser 3 Landtagswahlen gibt es sogar einen grünen Ministerpräsidenten, der dazu antritt, sein Amt zu verteidigen. Da hätte ich jetzt die Frage, die letzte Umfrage, die ich dazu gelesen habe, ist, dass so viele Parteien in den baden-württembergischen Landtag einziehen, dass Winfried Kretschmann weiter Ministerpräsident bleiben kann, eigentlich nur dadurch ermöglicht werden kann, dass er eine 4-Parteien-Koalition mit SPD, FDP und Linken eingeht. Stellt sich der Mann einer solchen Aufgabe? Das ist unrealistisch. Ne? Also es hat bisher noch keine funktionierende Ampel gegeben. Und was du jetzt angesprochen hast, das wäre ja eine Koalition unter Beteiligung der FDP. Also FDP und Grüne funktioniert schon gar nicht. Und dann noch FDP und Linke. Wenn Linke schon nicht mit der SPD kann, wie soll dann die Linke mit der FDP zusammen koalieren, also das ist rechnerischer und sonstiger Quatsch. Also diese Koalition, die wird es nicht geben, sondern am Ende stellt sich eben die Frage, wie laufen alle ein, und dann wird man über solche Dinge reden. Ein Ministerpräsident Kretschmann wird es, glaube ich, nur mit
noch stärkeren Grünen und insgesamt dann vielleicht ausreichenden Stimmen für die Sozialdemokraten geben. Ansonsten hat dann Baden-Württemberg wieder die CDU gewählt. Wie ist da die Angst vor der AfD? Jetzt haben wir sie doch genannt heute, aber wenn wir schon davon reden, von der bevorstehenden Wahl, möchte ich es doch nochmal reinwerfen. Was heißt die Angst? Die sind da, ja. So, die muss man bekämpfen. Man muss alle Leute darauf aufmerksam machen, was das für eine Partei ist. So, wenn sie sie trotzdem wählen, dann muss man sich mit den Inhalten weiter auseinandersetzen und sie tatsächlich in allen Formen, in allen Möglichkeiten bekämpfen. Und das werden wir in Berlin auch haben. Auch in Berlin werden sie nach Lage der Dinge ins Abgeordnetenhaus einziehen. Und deswegen wird es auch jetzt hier im Berliner Wahlkampf darum gehen, deutlich zu machen, warum diese Partei einfach ein Unding ist und warum wir alle anderen Kräfte stärken müssen. So. Und dafür braucht es natürlich mehr Problemlösungen, weil desto weniger wir die Sachen gewuppt kriegen, ja, die Probleme tatsächlich gelöst werden, desto einfacher hat es die AfD. Und deswegen das beste Mittel gegen die AfD ist zu zeigen, dass diese Integration gelingen kann. Dass man, wenn man die Mittel zur Verfügung stellt, wenn man das Personal ausbildet, zur Verfügung stellt, wenn man das System so reformiert, was wir sowieso machen müssen, dass es dann klappen kann. So, das ist die einzige Möglichkeit, die AfD zu bekämpfen und daran wollen wir jedenfalls arbeiten. Versuchen wir, dass es klappt. Wir versuchen auch immer, dass unsere Sendung klappt. Ja, eben, das wollte ich nämlich, Schlussstatement von Lisa Paus. Schauen wir das noch? Bitte. Wie hast du dich bei unserer Sendung gefühlt? War nett mit euch, war gerne hier. Wetter draußen war eh schlecht. Sonst wärst du auch nicht gekommen oder wäre es gut gewesen. Nein, ich habe ja auch, Martin Lebens und ich teilen ja so manches politisches an Einstellungen, aber unter anderem haben wir eben auch beide kleine Kinder, ich habe auch einen kleinen Sohn und mit dem verbringe ich natürlich ansonsten auch gerne meine Sonntage. Ich bin übrigens auch eigentlich Teil der Initiative Am Sonntag gehören meine Eltern mir, wo Politikerinnen und Politiker sich zusammengetan haben, um eben dafür zu werben, dass wir gerne für die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stehen, aber dass es auch noch einen Tag in der Woche geben sollte, wo wir auch sozusagen uns unserer Familie widmen. Und heute habe ich in gewisser Weise dagegen verstoßen, deswegen thematisiere ich das so. Aber er ist einen guten Freund, wir haben auch schon viel Zeit miteinander verbracht und es war hier sehr nett und das Grundeinkommen ist mir ein Anliegen. Und bitte macht weiter, ich streite auch weiter und dann gibt es hoffentlich bald wieder Gelegenheiten, vielleicht sogar kleine Zwischenerfolge zu feiern. Wunderschönes Schlusswort. Wir hören uns wieder am 13. März. Tschüss, Leute. Ja.